Mahlzeit, meine Damen, Herren und Dinge. Zur Erklärung. Das ist normales Football Manager. Ich habe nur einen Mod drauf gespielt. Und zwar erlaubt er dann, dass du bei der deutschen Liga bis auf die Landesliga runtergehen kannst. Ich werde einen eigenen Club kreieren, den ABC Eichhörnchen. Anti-Baum-Club Eichhörnchen, versteht sich. Und wir werden in der Landesliga anfangen. Das heißt, es wird lange dauern. Je nachdem, wie es bei euch ankommt, ob ihr überhaupt Interesse dran habt. ABC Eichhörnchen, Anti-Baum-Club Eichhörnchen. Hast du viel Spaß beim Kuchenessen zur Erklärung? Ich habe heute, weil das erste bis zum ersten Saisonspiel lange dauern wird, hoffe ich, das heute zu erreichen. Ich werde aber maximal so bis um 8., 9., weil dann fängt Champions League an und jeder, der sich für Fußball interessiert, wird dann eher Champions League gucken als hier im Stream, was ich natürlich auch verstehen kann. Ich habe hier ein Profil angelegt. Ich kann es nochmal bearbeiten. Da kann man hier sich selber auswählen. Ja, ich bin VfB Stuttgart-Fan. Mitleid ist nicht nötig. Ja, es ist Wiese, da könnten Bäume wachsen. Wir verhindern, dass da Bäume wachsen, indem wir sie vorher wegmachen. Das Aussehen. Lieblingsverein. Die Auswahl. Wählen Sie Ihren Basisverein. Das ist ein bisschen schade beim eigenen Club. Man muss sozusagen einen Club ersetzen. Also du kannst nicht sagen, okay, ich generiere einen, wie man es früher vom Fußballmanager kannte. Man muss sozusagen hier einen nehmen und den dann namentlich ersetzen. Ja, das sind auch die interessanteren Spiele für uns, Paddel. Da sind die also Karlsruher Fans dürften sich wahrscheinlich auch gefreut haben. Es wird wieder Hölle werden. Also sprich, ich muss jetzt hier einen nehmen und ersetzen. Und ich nehme einfach Heiningen. Das ist. Wobei Sindelfingen wäre eigentlich näher. Nehmen wir Sindelfingen. Nein, man kann hier nicht selbst aktiv spielen. Ich werde allerdings die Spiele in Vollzeit, also weil du deine Frage vorher nach Action war. Man kann die Spiele entweder mit Highlights oder volle Länge spielen lassen und dann sieht man so eine Ansicht wie bei FIFA, wie man es gewohnt ist. Grafisch natürlich nicht in dieser Hochpräzision, dafür sind die Taktiken und so weiter, die man einstellen kann, optisch sehr schön zu sehen. Und ja, das ist ein Versuch. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Müssen wir einfach mal gucken. Ja, ich bin auch gespannt. Weil eigentlich mache ich es in der Regel so, das ist so für mich gucke ich gleich, Paddel. Das Aufräumenspiel, weil ich mache sozusagen hier, wenn ich Samstag so sage, okay, heute ist Putztag oder sowas, dann stelle ich alles ein, setze die Trainings, gehe die Wochen durch und wenn Spieltag ist, drücke ich auf Spiel. Das dauert dann echte 90 Minuten. Und räumt derweil auf und lasst das meinen Co-Trainer machen. Vorab an alle, die Fußball-Manager-Fans waren. Das Spiel ist schon, also ich habe es in einem Review gelesen, das kommt relativ, auch wenn der Vergleich hinkt, es ist schon fast RP. Also du bist nicht der Manager des Vereins, du bist der Trainer. Du kannst Bitte stellen an den Vorstand, hey, weiter doch mal bla 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 oder nicht. Oder die geben dir auch ein Budget vor. Und dann heißt es halt, nee, wir haben kein Geld mehr, du darfst nicht. Also du bist hier wirklich in Anführungszeichen Trainer, der in einem Environment. Und auch die Spieler haben Charaktere, die wichtig sind fürs Erfolg oder Misserfolg. Also es kommt relativ viel, was das angeht.
Okay, jetzt müssen wir einen eigenen Verein gründen. Mal gucken, ob wir irgendwas mit einer Nuss haben. Wahrscheinlich eher nicht. Das kommt am nähesten, jetzt mal sagen. Spitzname Raumkeller, Jägerhaus, Ess, nein, nicht Essingen, Esslingen. Ist ja kein Geheimnis, wo ich wohne. Das kann ich nicht einstellen. Mitarbeiterstab mal beibehalten. Beziehungen bearbeiten. Ich könnte jetzt sagen, okay, wir haben hier einen Rivalen. Und könnte jetzt hier irgendwelche Vereine auswählen. Ich könnte auch sagen, wir sind Partner und diverses ist allgemeines Ansehen, Zuschauer, Max, Mabab. Das lasse ich alles so, wie es ist. Auch die taktischen Attribute, wir fangen einen neuen Verein an. Vereinsgeschichte behält man nicht bei. Die Farben ändern wir noch. Das dauert jetzt einen Blick. Und zwar nehme ich da immer die Farben Orange und Blau. Ihr wisst. Das, Alternative Tricknummer, ja, nö. Wohl doch 2019. Das ist jetzt bloß das Trikot zum ja, Tatsache, ich muss. Ach du Jemine. Da fangen wir beim ersten an. Stimmt, was das Spiel kostet, sorry, hätte ich jetzt fast vergessen. Bei Steam im Moment, wow, ist mit dem Preis hochgegangen. 54,99. Wow. Okay. Da habe ich es wirklich noch erwischt, wo es günstig war. Bei 2Game, ich bin da noch kein Affiliate, ich bin da gerade an Bewerbung drin. Football und Agera. 2000, Anaga 2019 Euro. Da kostet 45,99. Da habe ich jetzt in letzter Zeit auch ab und zu mal Spiele gekauft. Wie gesagt, ich habe vor, mich da als Affiliate zu bewerben für euch. Ist ein saftiger Preis. Und wie gesagt, man muss sich halt dran, also drauf einlassen. Vielleicht muss ich jetzt hier wirklich auch die Hosen? Tatsache. Guckt's euch vielleicht erst mal an bei mir. Das ist jetzt sozusagen quasi Schleichwerbung, dass ihr auch immer schön da seid. Und entscheidet dann. Ich kannte es halt schon, weil ich mir, also in Deutschland gab es ja lange keinen Fußballmanager. Weil jetzt ein anderes Blau. Warum ist das ein anderes Blau? Wird das da besser?
Haben wir jetzt alles? Ich hoffe doch mal. Nein, 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 nein. Das ist ein Vollpreistitel. Ich kannte es, wie gesagt, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich es mir gegönnt habe, wo es in Deutschland eigentlich noch nicht geben hätte dürfen. Zur Erklärung, EA hat ja Fußballmanager gehabt. Und hatte in Deutschland die Rechte an allen Dingen, die mit einem Spiel zu tun hatten, das Fußball beinhaltet. Dieses Recht ist 2018, also letztes Jahr. Die Zahl ist immer sozusagen ein Jahr voraus. Das kam letztes Jahr raus, heißt 2019, also dieses Jahr kommt 2020 irgendwann. Halt. Und man konnte es nur kaufen, indem man über so einen Job einen Key geholt hat. Also es quasi in Großbritannien gekauft hat. Und dann konnte man es auch in Deutschland spielen. Der Teil ist jetzt der erste legale, offizielle. Releaser ist, Publisher ist Sega. Also auch etwas Größeres, was da dahinter steht. Das ist keine No-Name-Bude. Und das Hauptaugenmerk liegt definitiv Das Hauptaugenmerk liegt definitiv auf Statistiken, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ihr werdet es gleich sehen. Sodle, wer von euch möchte denn jetzt schon mitspielen? Beziehungsweise den Kader lasse ich einfach, wie er ist. Das Problem ist nämlich, wenn ich könnte jetzt hier rein theoretisch einen Spieler hinzufügen und den so ändern, dass er abgöttisch gut ist. Das Problem ist, das Spiel verhindert es quasi dadurch schon, dass der dann abgeworben wird und dann ist er weg. Dann ist er weg. Ich gucke gerade bloß Sturm, 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 OM, M, DM, Verteidiger, Torwart. Und alleine hier sieht man schon, also das in Klammern ist das eigentlich Wichtige. Allein da ist es schon von der Spieltiefe tiefer als es Fußballmanager jeweils war. Okay, ich machen wir gleich in drin. Maximale Kadergröße Hammer, verbrauchtes Budget 93.000. Oh. Die verlangen teilweise schon Gehalt. Okay, das wird. Uiuiui. Okay. Mal gespannt. An dir kommt keiner vorbei. Perfekt. Okay. Führungsstil. Zum Führungsstil. Man kann hier sagen, Trainerschein anpassen und auch die Erfahrung als Spieler. Da ich mir es ja sozusagen schon schwerer mache, weil ich ganz unten anfange, cheat ich mal, was meine persönlich, also das sind die Eigenschaften, die ich habe. Angriff beeinflusst die Auswirkungen des Trainings im Offensivbereich. Also es sind Einflüsse, die ich auf Training bzw. auch während dem Spiel auf die Charaktere habe und so weiter und so fort. Andreas, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Wie gesagt, normal würde es heißen, okay, hier National A-Trainerschein und Hobbyfußballer. Hobbyfußballer würde sogar eher stimmen. Da ich es mir, wie gesagt, extra schwer gemacht habe, indem ich unten anfange, gebe ich mir hier sonst dauert das ewig. Also es wird so schon ewig dauern, aber so würden wir wahrscheinlich nie im Leben irgendwas erreichen, wenn ich da nicht schon von vornherein mich selbst etwas besser machen würde. Das Training und so weiter und so fort. Hätten wir wahrscheinlich gar keine Chance. Sind Sie sicher, diesen neuen Verein bestätigen zu wollen? Yep. Möchten Sie das Spiel starten oder einen weiteren Trainer hinzufügen? Man könnte rein theoretisch das Ganze auch im Multiplayer spielen. Also sprich, wenn, ja, Cheater. Wenn
das halbwegs beliebt ist und irgendjemand noch Interesse hat, dann kann man da auch irgendwie was machen. Aber im ersten Moment würde ich jetzt mal sagen, Singleplayer. Will es direkt gespeichert haben. Dauert jetzt einen Moment. Das Laden hat übrigens so lange gedauert, weil ich die komplette Datenbank geladen habe. Das heißt, alle Nationen, Kontinente und Vereine, die es gibt, inklusive Jugend, werden simuliert. Kann man, ich hätte jetzt zum Beispiel auch sagen können, gut, mich interessiert nur Deutschland, dann wird der Rest so ein bisschen die Jugendspieler. Also da gibt es schon Spieler, die dann rauskommen, aber nicht so im Detail simuliert. Ich wollte jetzt mal sagen, okay, wir nehmen einfach mal alles mit, in der Hoffnung, dass es, was zu speichern und laden und so weiter angeht, jetzt nicht allzu schlimm. Ja, das ist ja auch Absicht. Habe ich extra ein Foto gemacht und er hat es dann umgerendert. Gibt es da Bäume? Bald nicht mehr, weil wir spielen ja mit dem ABC Eichhörnchen, also im Anti-Baum-Club Eichhörnchen. Müssen wir mal gucken. So. Und jetzt geht's los. Eis, neuer Trainer beim ABC Eichhörnchen. Der ABC Eichhörnchen-Vorstand hat heute die Verpflichtung von Hörner Eis als neuen Trainer im Jägerhaus bekannt gegeben. Eis genießt großen Respekt in der Fußballbranche und man erhofft sich beim ABC Eichhörnchen, dass nun für den Verein bessere Zeiten einbrechen. Ich hoffe es auch mal. Dann die Willkommens-E-Mail. Der Vorstand ist äußerst erfreut, ein Trainer ihres Kalibers, bla bla bla. Sie haben einen Vertrag bis Juni 2019 über 725 pro Woche unterschrieben. Auch hier, auch wenn es ein eigengenerierter Club ist, kann ich rausfliegen, wenn ich zu viel Scheiße baue. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, meistens. Präsident Ruven Bolter ist dafür verantwortlich, Spieler, die sie auf der Liste ungewollte Spieler oder Talentliste gesetzt haben, entweder dauerhaft oder auf Leihbasis abzustoßen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, möchte mit Ihnen über den Verein, seine Geschichte und der Delegation von Aufgaben. Der Vorstand hat verschiedenen Verantwortlichkeiten rund um den Verein so verteilt, wie wir annehmen, dass Ihnen recht ist. Ja. Das ist mein Vertrag. Einführungsplan. Blablabla. Einführung Taktik. Da komme ich im Detail drauf. Einführung Training komme ich im Detail drauf. Saisonvorbereitung. Die Spieler kehren heute planmäßig zur Vorbereitung auf die neue Saison zurück. Nun wäre ein guter Zeitpunkt für sie, um ihre Pläne für diese Spieler zu überprüfen. Während der Vorbereitung verbessert ein Trainingsplan, der die Müdigkeit stark erhöht, die Fitness der Spieler. Hierdurch ermüden sie während der Saison selbst langsamer und die Wahrscheinlichkeit, Erschöpfungssymptome zu zeigen, wird verringert. Wenn die Saison läuft, steigert ein Trainingsplan, der die Müdigkeit stark erhöht, die Wahrscheinlichkeit von Erschöpfungssyndrom. Ja, das kennt man. Saisonvorbereitung muss stressig und bla sein und dann stellt man während der Saison auf normales Training um. Fitnessbericht fordert, der Mitarbeiterstab hat die Fitness- und Konditionswerte der Spieler bei ihrer Rückkehr aus der Saisonvorbereitung erhoben. Folgende Spieler kehren in Top-Verfassung zurück: Serkan Salik, Erich Unterwurzacher, achte Ulrich Alster, Markus Komp und Kaan Ayhidiz. Letzte deutschen Transfers. Ich möchte Sie gern über einige der jüngsten Verpflichtungen in Deutschland auf den neuesten Stand bringen. Okay. Das ist jetzt mal so eine in Nachricht, die interessant ist. Ach, die kann ich gar nicht überspringen. Ah, an Meeting teilnehmen. Und es gibt dann immer wieder solche Meetings. Dementsprechend, wie ich vorhin sagte, wird es relativ viel von mir vom Vorlesen geben. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie sofort. Je nach Situation werde ich sie dann entweder direkt gleich beantworten oder Stück für Stück. Hallo Hörner, das bin ich. ABC Eichhörnchen heißt sie. Ich hoffe, ich Eichhörnchen. Nee, ich habe mich nicht verschrieben. Gut. Heißt sie herzlich willkommen. Ich möchte mir ein paar Minuten Ihrer Zeit nehmen, um Sie zum Verein einzuführen. Wann startest du das Spiel? Wir sind schon mittendrin. Das ist jetzt die Saisonvorbereitung. Das ist die erste, also bis ich jetzt hier das erste Mal auf
Woche durchsimulieren klicke, wird jetzt ein wenig dauern. Das muss man halt einmal machen. Du musst einmal einstellen die Trainingseinheiten, du musst einmal einstellen die Taktik, die du spielen wirst. Und. Das musst du jetzt einmal machen. Wenn es mal gemacht ist, ist es in der Regel die Woche durchsimulieren, auf eventuelle Ereignisse reagieren, Spiel haben, nach dem Spiel den Trainingsplan gegebenermaßen anpassen, Spieler austauschen und. Und dann wieder weiterklicken. Aber jetzt beim ersten Mal wird das relativ lang dauern. Um Sie in unserem Verein einzuführen, ich möchte Ihnen zudem versichern, dass Sie unsere volle Rückendeckung haben. Wir hätten Sie nicht verpflichtet, wenn wir nicht vollkommen von Ihren Fähigkeiten überzeugt wären, den Verein voranzubringen. Du Depp, ich habe mich hier eingekauft. Fantastisch, lassen wir die Sitzung beginnen. Ich kann es kaum erwarten, bei diesem Verein zu arbeiten und hoffe auf eine erfolgreiche Zeit. Ich schätze es außerdem, dass Sie Zeit genommen haben, um mich willkommen zu heißen, im Verein, den ich gegründet habe. So wie es Blutgrätschen sind, Geduld. ABC Eichhörnchen ist zwar noch ein junger Verein, ja, dich gibt's gerade seit eben. Aber ich kann Ihnen dennoch gerne eine Zusammenfassung unserer Geschichte zusenden, wenn Sie möchten. Ich glaube, das ist hilfreich. Ja, das klingt super Idee. Das kann nicht schaden. Ja. Also du hast hier immer, das meine ich mit ein bisschen RP, du hast hier immer Auswahl an Antworten, das Einfluss darauf hast, wie dein Ansehen bei den Fans ist, bei den Spielern und dem Vorstand. Jetzt hat es gerade Tür zugeschlagen. Eine Sekunde, sorry. Habe die Fenster noch offen. Eine Sekunde. Und da bin ich wieder. Das klingt nach einer super Idee. Ich würde sehr gerne mehr über den Club erfahren. Da dürfte wahrscheinlich noch nicht viel drinstehen. Wie bei Ihrer Vorstellung schon erwähnt, wird Sie der Verein während Ihrer Amtszeit an keinen Philosophien messen. Zur Erklärung würde ich jetzt den Karrieremodus spielen. Also sprich, ich würde auf dem Jobmarkt nach einer offenen Stelle des Trainers suchen. Kann es sein, dass der Vorstand oder der Verein eine gewisse Vorstellung hat, was an Spielweise du spielen sollst? Also übertragen wir es mal aufs echte Leben. Wenn ich zum BVB gehe und sage, ich möchte einen defensiven Sechserblock spielen, dann nein. Also die Erwartung des Vereins, Vorstands, der Fans ist ein bisschen an die Philosophie gegründet. Bei den unteren Vereinen bzw. bei so einem neu generierten kann ich natürlich sagen, was ich gern an Philosophie hätte. Deswegen diese Frage. Wollen Sie ein Treffen arrangieren, um Philosophien vorzuschlagen, die Ihnen am Herzen liegen und die der Vorstand in Betracht ziehen sollte? Es gibt die ein oder andere Philosophie, nach der ich beurteilt werden möchte. Lassen Sie uns in ein paar Tagen ein Meeting arrangieren, um uns darüber zu unterhalten. Es ist üblich, nach der Verpflichtung eines neuen Trainers eine Pressekonferenz abzuhalten. Sollen wir diese für Sie in den nächsten Tagen arrangieren? Ja, ich denke, es wäre gut für mich, Journalisten zu treffen und den Fans die Chance zu geben, mich in Aktion zu sehen. Gut, dann denke ich, ist alles geregelt? Dann nochmal willkommen beim Verein. Ich hoffe, ich werde Teil einer neuen und aufregenden Zukunft mit Ihnen an der Spitze. Damit ist die Sitzung beendet. Sie wissen, wo Sie uns finden, falls Sie über etwas anderes reden wollen. Zur Erklärung nochmal, was er hier meinen könnte, ist, also jetzt, wie gesagt, am Anfang ist normal, aber jetzt sage ich zum Beispiel irgendwann mal, hey, es wäre geschickt, wenn wir ein bisschen Geld in Jugendarbeit investieren würden. Dann kann ich nicht irgendwo wie beim Fußballmanager einen Knopf drücken und ein neues Jugendzentrum kaufen oder aufwerten, sondern ich muss den Vorstand bitten, hey, könntest du bitte upgraden? Und sagt er entweder ja oder nein. So, damit wäre der Punkt durch. Dann machen wir halt kurz die Einführung durch. Mit Taktiken bestimmen Sie, wie Ihr Team spielen soll. Die Hauptaspekte an jeder Taktik werden im Folgenden skizziert. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie eine Taktik an Ihren Anforderungen anpassen können.
Das ist derselbe Satz nochmal. Grundausrichtung plus Teamanweisung. Ich glaube, das erzähle ich besser. Du wirst Vorstand sein. Nein. Das sind die Einführungen, die Tipps. Ich glaube, ich erkläre das eher so, weil das ist ja ein bisschen trocken. Das wäre noch trockener, als es sowieso teilweise wahrscheinlich schon ist. Ich werde das immer dann erklären, wenn wir soweit sind und dementsprechend hier erstmal. Überspringen. Zur Geschichte. Ja, Gründungsjahr 2018. Stimmt, wir fangen in der Saison 2018 an. Also wir sind ein Jahr hinterher. ABC Eichhörnchen ist ein semiprofessioneller deutscher Verein, der im Jahr 2018 gegründet wurde und derzeit in Verbandsliga Württemberg spielt. Der Verein trägt seine Heimspiele im Jägerhaus aus und verfügt über schlechte Trainings- und schlechte Jugendeinrichtungen. Der Verein verfügt zudem über ein ziemlich einfaches Jugendtraining und ein einfaches Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung. Da ABC Eichhörnchen bisher keine nennenswerten Erfolge zu verzeichnen hat, wartet der Verein die Vereinsvitrine noch darauf, mit Trophäen gefüllt zu werden. Das ist die Übersicht. Wie gesagt, Jugendeinrichtung ist komplett bei Nullinger. Trainingseinrichtungen sind auf dem niedrigsten Niveau. Stadion 5000 ist für die Liga wahrscheinlich schon mal gut. Keine Radheizung. Ihr seht, ich kann hier jetzt nicht irgendwie ein Baumenü, sondern ich kann nur mit dem Vorstand reden und sagen, hey, wert mal das Stadion auf. Was schön gemacht ist, ich weiß nicht, ob man es im Stream erkennen kann. Ihr seht zumindest, wenn ich hier drüber fahre, dann kommt eine Linie. Also in den Texten gibt es immer wieder Stellen, wo etwas unterstrichelt ist. Das heißt, da gibt es irgendwo einen Link hin, à la Wiki. Könnt ihr euch das vorstellen? Und hier komme ich aufs Stadion, hier komme ich auf die Vereinsübersicht und. Das ist jetzt am Anfang einfach so gewesen. Hey, das ist schon mal Verbandsliga, ja. Also 5000 hast schnell zusammen. Die Aufgabe wird sein, die zu füllen. So. Wo fangen wir jetzt an? 300 hätten es nur sein sollen. Echt? Ich habe jetzt halt Sindelfingen. Also man muss ja einen Verein rauskicken, damit man selber rein darf. Und ich habe halt Sindelfingen rausgehauen. Oh Scheiße, wir sind auf Platz 1. Das heißt, wir müssen einen verdammt guten Kader haben. Mal gucken, ob wir ihn halten können. Die Mannschaft. Hier haben wir die normale Mannschaftsübersicht. Wieso sehe ich hier keine Position? Gericht. Allgemein. Ja. Das ist meine erste Mannschaft. Ein Torwart. Einen Defensiven. Also wird man ein bisschen rechts, links. Wir haben keinen zentralen Mittelfeldspieler. Das ist auch nicht geschickt. Ist nicht so schön, wie ich erwartet habe. Das ist gut. Ja, habe ich mir auch gedacht. Verliehene Spieler haben wir gerade keine. Nationalmannschaft brauchen wir gar nicht gucken. Nummern noch nicht ausgewählt. Registrierung. Du musst Spieler registrieren, dass sie in der ersten oder in der Verbandsliga spielen dürfen. Es wird aber vorher nochmal gesagt, hey, du musst jetzt die Spieler registrieren. Und das hier sind Jugend- und aktive Spieler. Wir haben eine U19. Ist alles noch unbekannt. Die spielt wahrscheinlich in keiner Liga. Da müssen einige ganz schön abspecken. Mal gucken, mal gucken. So. Paddel meinte, er ist Torwart, da wir sowieso bloß einen haben. Dann breche ich mir auch nicht mehr die Zunge. Spitznamen vergeben. Adel 83. Ups. Spartissel, du darfst jetzt natürlich hier auch einen aussuchen. Vielleicht ist es bei denen dann etwas interessanter, wenn ich erstmal die Teamaufstellung als solches mache. Taktik.
Ich will. Möchte eigentlich aggressive spielen. Außer ihr spielt immer 0 zu 0. Ja, das müssen wir abwarten. Ich möchte kein Catenaccio. Beton anrühren möchte ich auch nicht. Dynamische Konter, langer Hafen, Flügelspiel, vertikales Tiki-Taka. Flügelspiel, bist du sicher? Probieren wir's. Was sagt das hier? Grundhaltung ausgewogen im Ballbesitz. Das kann man alles noch ändern. Das ist sozusagen bloß eine Grund. Vorgabe 4-4-2. Weil seht ihr hier schon, hier gibt es jetzt schon neben der Tatsache, okay, ich habe hier einen Flügelspieler, gibt es den noch als unterstützend angreifen, verteidigen, dann gibt es in dem Mittelfeld Box to Box und schieß mich tot, das machen wir jetzt alles in Ruhe. Ich hätte aber gerne andere Formate. Nee, schon mit zwei Stürmern. Sind wir ein bisschen zu weit vorne und die hier ein bisschen zu weit hinten. Eigentlich spiele ich auch gern mit einer Dreier-Abwehrkette, aber vier vier zwei. Gut, die Zuschauermasse, die Fans wollen 4-4-2. Wir spielen 4-4-2. Wobei ich hier eventuell noch einen, also aus der Linie eine Raute mache. Aber das sehen wir ja gleich. Bestätigen. Sördle. Torwart, Innenverteidiger. Was bist du von der Position? Du bist Flügelverteidiger unterstützend. Und jetzt kommt's, ihr seht jetzt allein beim Torwart. Ich fange mal beim Torwart an. Beim Torwart kann ich schon sagen, Torwart verteidigen, ich kann mitspielen, verteidigen, unterstützend, angreifend. Ich hätte gern einen Verteidigenden. Hier, Außenverteidiger oder Flügelverteidiger? Wir machen Flügelverteidiger, aber im Unterstützenmodus, das passt. Innenverteidiger verteidigen. Ja, die passen. Hier gehen wir eine Stufe zurück auf unterstützend. Ja, wie gesagt, also ich habe eigentlich auch eher so gern defensiv und einen offensiven Mittelfeld. Flügelspieler angreifen passt. Und jetzt haben wir hier das Mittelfeld. Das ist, wir haben einen Carrillero, einen Mesala, einen vertikalen Spielmacher, balleroberner Mittelfeldspieler, vorgeschobener Spielmacher, Box-to-Box, bla 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 bla. Ich hätte gerne. Ich soll Paddel fragen, wie er spielen will. Paddel, wie willst du spielen? Moment mal, seit wann bestimmen die Spieler, wie sie spielen wollen? Ja, du hast die Auswahl zwischen Torwart verteidigen, Torwart mitspielend, verteidigend, unterstützend, angreifend. Also eigentlich habe ich es gern so, jetzt fehlt hier bloß in der Mitte einer. Ich soll selber alles kaputt machen. Danke für das Vertrauen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben wir überhaupt einen Moment? Auswahl. Wir haben einen Defensiven. Kai Laskowski. Ja. 25 Jahre. Passt eigentlich so weit.
unterstützend. Und der Offensive ist ein vorgeschobener Spielmacher. Sturm. Hängende Spitze angreifen und Stoßstürmer angreifen, das passt eigentlich. Müsste so passen. Also, Spartissel, du darfst jetzt noch eine Position aussuchen. Beziehungsweise, Moment, ich fülle erstmal hier die Herrschaften aus, damit wir dann auch wissen, wer da spielt. Und dann sage ich noch gleich was zu den Werten. Weil ich denke mal, jeder Fußballmanager-Fan wird jetzt verzweifelt die Spielwerte vermissen. Die gibt's hier nicht. Die gibt's hier nicht. Weil. Auf der Leihliste. Nein, der wird sofort von der Leihliste runtergenommen. Da müssen wir uns nachher auch noch drum kümmern. Hier haben wir nur einen. Da müssen wir vielleicht sogar auf den Markt gehen. Rechte Flügel. Badisch. Linken Flügel. Der offene. Und den Stoßstürmer. Damit hätten wir den Rest Platzbank. So. Burkhalter, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Ich will der Gitschi sein. Der Gitschi. Gitschi. 23 Jahre alt. Kein Jugendländerspiel. Deine Statistik, Abschluss. Bla 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 bla. Wie gesagt, zu den Erklärungen der einzelnen Werte komme ich gleich noch. Das wird, wie gesagt, bis zum ersten Spiel wird heute etwas länger dauern. Aber sozusagen als Erklärbär. Was Spitznamen geben. Bad Gat. Du willst der linke Flügelspieler sein, also der Timo Brinkmann-Volz. Sir Error, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. So, Burkhalter und Sir Error, wenn ihr gerade gekommen seid. Die Spielpositionen gibt es noch. Also, die sind jetzt vergeben. Den Rest dürft ihr noch. Marktwert 200. Ah, hier sehe ich schon, das wird herrlich. Oh, Paddel ist plus 180 wert. Reas 220. Und was kostet unser Spartissel? 230, ach du Kacke. Die Diva ist auch noch am teuersten. Zero, Burkhalter, ihr dürft euch, wie gesagt, auch wenn ihr Bock habt, eine Position auswählen von denen, die noch frei sind. Zu den Erklärungen hier. Das Äußere ist die Kondition. Innenverteidiger, okay, welcher willst du sein? Der VZR oder VZ links? Links oder rechts in Innenverteidigung? Rechtsfuß. Sind, glaube ich, beide Rechtsfüße, oder? Fuß, 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 Fuß.
Nur links, okay. Dann nicht der Harvard. Dann bist du der Markus Komp, 24 Jahre alt. Lumpenjunge, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Wieder alles besser geworden, wieder alles besser geworden. Wird's langsam gut, so rum. Burkhalter. So. Zehn, okay. So, ich war beim Werte erklären. Ihr dürft ruhig zwischendrin reinschreiben, wenn ihr irgendeine von den Spielpositionen, die jetzt noch nicht vergeben sind, oder von mir aus auch Ersatzbank. Nein, nein, das ist der Marktwert. Das ist noch nicht das, was ihr verdient. Dann nimmst du VR. Ja, das ist jetzt, also Verteidiger rechts außen. Also der hier. Kevin Kurani ist im Ruhestand. Und einen wunderschönen Nachmittag, Roller. Jetzt Name geben. Sir-Error. Marktwert 200. 25 Jahre alt. Der soll wieder spielen. Bist du heimlicher VfB Stuttgart-Fan oder was? Ah nee, du hast ja, stimmt, du hast es ja mal erklärt, wie du da die Defensive gewinnt das Spiel. Ich sage, der Trainer gewinnt das Spiel. Werte erklären. Holla und Lumpenjunge, ihr dürft euch hier auch einen Spieler aussuchen an Position. Damals Schalke, Korani ist er Stug oder Jung? Gut, Position muss ich nicht erklären. Das sagt im Prinzip aus, der Spieler hat die und die Position eigentlich. Der Pfeil ist die Moral. Hoch ist gut, desto grüner, desto besser. Der äußere Kreis, der grüne, ist die Kondition. Und der innere ist die Spielpraxis. Diese beiden Werte zusammen ergeben auch das Verletzungsrisiko. Also ein Spieler, der 100% Kondition hat, aber beschissene Spielpraxis, hat ein höheres Risiko, sich zu verlieren. Sich zu verletzen. Hier sind noch allgemeine Infos, wie zum Beispiel, dass das ein U23-Spieler und dass der momentan auf unserer Ausleihliste ist. Das werde ich nachher noch beheben. Hier gibt es dann auch noch andere Informationen wie der ist Gelbsperrgefahr oder sonst irgendwas. Hier gibt es noch Rollen, da muss ich nachher nochmal gucken, was das ganz genau war. Spieleanweisungen, also ich kann jetzt ja auch sagen, okay, hängende Spitze hätte ich gern etwas anderes. Ich kann sagen, ich mache individuelle Anweisungen, das kann ich in einem anderen Fenster machen, oder ich sage, spiel so, wie die Position gedacht ist. Libero, hammerlich. Wir hätten einen defensiven, nein, einen, was war's, balleroberenden Mittelfeldspieler. Kommt dem Libero am nähesten. Ich warte mal, ob Holler damit einverstanden ist. Ich kann hier noch andere Sachen sagen, wie zum Beispiel Kaderinfo. Berichte, Stärke unbekannt, Potenzial unbekannt. Ich muss die Spiele ja erstmal kennenlernen. Es gibt kein Libero. Fitness im Allgemeinen. Risikobewertung gibt es auch noch keine. Und die Moral nochmal. Du sollst einen haben. Nein, ich werde keinen haben. Wir haben keinen Spieler, Libero. Das wäre auch geschickt.
Und hier ist jetzt das Fenster, wo ich zum Beispiel sagen könnte, okay, hängende Spitze, das ist die Standardeinstellung, Ball halten, mehr Risiko, Zwischenräume. Ich kann jetzt aber auch sagen, für Spatiat speziell bearbeiten. Macht das Spiel breit, also gehe eher auf die Außenflügel, über Außen spielen, Ball halten, Pässe kurz, Standard und so weiter und so fort. Dann lasse ich jetzt am Anfang erstmal alles so, wie es ist, weil ich die einzelnen Fähigkeiten der Spieler noch nicht kenne. Zurück zur Übersicht. Das ist ein Libero. Ja, das ist ein Vertrautheit, Intensität. Vertrautheit sagt, ja, hopp ab, hallo. Das wird kaputt gemacht. Desto vertrauter die Spieler mit der Spielweise sind, desto besser gelingen, also desto geringer sind Fehlpässe, desto wahrscheinlicher sind irgendwelche guten Situationen herauszuspielen. Und so weiter und so fort. Intensität sagt, wie anstrengend ist es, also wie intensiv ist das Spiel für die Kondition. Wir sind ein bisschen über 50%, das geht noch. Spielere, wie gesagt, das werden die Positionen, die müssen wir erst machen, wenn es soweit ist. Ausführen der Standardsituation. Ach du Jemine. Ecken. Variante links, Variante rechts. Ecken, Filter nach, sortieren nach Ecken. Stop. Da ziehe ich einfach wirklich. Oh, Holla kann Ecken schlagen, okay. Ich habe einen Haufen Linksfüße, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen untypisch. Freistöße direkt. Schon wieder Holla. 220. Also kurz hinter Spartissel, was den Marktwert angeht. Torwart sollte ich vielleicht da nicht. Nein, Torwart darf nicht raus. Direkt mit kleiner Schusschance. Das muss jetzt leider einmal alles rübergezogen werden. Wie gesagt, das wird sich im Laufe der Saison wahrscheinlich ändern. Da ich die Spieler noch nicht so gut kenne, mache ich jetzt einfach wirklich blind nach den Werten. Hat's denn jetzt nicht rübergezogen? Geht doch. Und das gleiche noch aus der Tiefe. Wobei aus der Tiefe lassen wir einfach, wie es ist. Das ist ja. Einwürfe kann man auch noch machen. Können vorne doch ab und zu auch mal zu interessanten Gelegenheiten führen. Damit wird das erledigt.
Was ich jetzt am Anfang mal lasse, weil ich dazu auch wieder die Spielfähigkeiten wissen muss. Man kann hier wirklich die Positionen bei einem Angriff oder Verteidigung für alle möglichen Dinge, also bei, sind wir jetzt, wir sind bei Ecken. Jetzt die Dings verschoben, Moment mal, jetzt bin ich gerade blind. Ah ja, Ecken, Freistöße. Und da eben auch wieder für direkt, indirekt, bla 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 bla, linke, rechte Seite. Und so weiter und so fort. Kapitän? Oh, Sir Arrow wird wahrscheinlich Kapitän werden. Ja, beziehungsweise, ja. Ist noch unentschieden, weil es eine Kombination aus den beiden werden. Die Positionen lasse ich mal offen. Die Positionen lasse ich mal offen. Es ist wie gesagt aus Führungsqualität und Teamfähigkeit die Kombination. Und da der Error oder der nicht. Hat zwar gute Führungsqualität, aber hier wieder werden im Prinzip, der sitzt auf der Bank. Josip Horvat. Mal gucken. Paddel nicht Teamfähig. Doch, Paddel ist, ja, er hat immerhin noch eine 4. Das ist leider keine Führungsqualität. Matchplan habe ich momentan noch keinen. Ich könnte hier wieder unterschiedlichste Szenarien einstellen, was sie denn machen sollen, in welcher Situation. Also ich kann sagen, wenn wir ein Tor schießen, dann stürmt nochmal vor für 5 Minuten. Ich kann aber auch sagen, wenn wir ein Tor kassiert haben, schießen, okay, hinten mauern und. Gegnerische Anweisung, dazu braucht man natürlich Infos über den Gegner. Das ist dann sozusagen, okay, der Stürmer schießt meistens die Tore, also Burkhalter nimmt den mal Mann oder sonst irgendwas. Analyse vom letzten Spiel haben wir jetzt noch nicht. Da gibt es noch nichts. Das sind dann Infos vom letzten Spiel. Das Spiel ist kaputt. Damit hätten wir die Taktik gesetzt. Gucken wir uns nochmal hier die Mannschaft im Einzelnen an. Hier seht ihr die Werte und so weiter und so fort. Größe, Gewicht. Ein paar, die müssten eigentlich ein paar Kilos mehr draufhauen, weil bei der Größe ist es ein bisschen. Ja, mal gucken. Vertrag. Alle bekommen denselben Vertrag, haben Vertrag bis 30.06.2019. Also ein Jahresvertrag. Lasse ich jetzt auch mal so. Das sind halt Teilzeitverträge. Wir sind Semi-Profis. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ein Spieler beim Training. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Also Teilzeit heißt, erstens nicht jeden Tag Training. Zweitens beim Spiel kann es auch mal sein, dass ein Spieler nicht da ist. Länderspiele brauchen wir nicht angucken. Vertragsangebote habe ich gerade keine laufen. Transfer gelistet. Da wollte ich noch machen. Du kommst bitte von der Liste runter. Transferstatus. Gelistet kann man hier auch alles über die rechte Maustaste. Ich wollte es euch bloß mal zeigen. Man kann jetzt hier auch sagen: Leihstatus. Also von der Menüführung muss ich sagen, auch wenn sehr, 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 sehr viele Statistiken und schieß mich tot sind, die man für jeden Spieler einstellen kann, finde ich die Menüsteuerung recht intuitiv. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sollte vielleicht auch das Richtige klicken.
Spartiat, Geduld. Ich habe dir gesagt, bis zum ersten Spiel wird es ein bisschen dauern. Und ich möchte ja hier auch erklären für die, wo es noch nicht kennen. Nummer. Noch habe ich keine Nummern vergeben. Ihr dürft euch, wenn ihr wollt, eine Nummer aussuchen. Wer als erstes schreit, bekommt als erstes, wenn zwei das gleiche wollen. Also was bei mir im Chat angezeigt wird vom Chatbot. Holla 13, das ist mein. Na gut. Sympathisch. Da können wir jetzt über das höhere Gehalt reden. Spartiat will die 10. Und Reas die 9. Viertel. Sägewerk 17. erst mal eine Position aussuchen. Hallo, Sägewerk. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Wir haben 69, okay, Paddel wird die 69. Wir haben folgende Plätze noch zu vergeben. Wir hätten noch Verteidiger Mitte links, Verteidiger linker Flügel, Mittelfeld rechts, Flügel nee, offensiv und den Stoßstürmer, wenn du Lust hast. Rechtes Mittelfeld, kommt sofort. 69 wird der Bub. Hattel, du kleine Sau. Taktik. Rechtes Mittelfeld. Ist schon vergeben. Halt, nein. Ja. Ich links und rechts, ja, ich blöd. Ich, ja. Ja. Ist ja gut. Säge. Darf ich dich mit Ä schreiben? Tollen Trainer habt ihr. Ja, links, ihr müsst über links. Nein, nicht das links, das andere, ja. Padam, padam, padam. So. Und die Nummer war 17. Okay, dann warten wir jetzt nochmal. Registrierung, wie gesagt, das brauche ich noch nicht machen. Das ist sozusagen Registrierung für, wer darf denn dann spielen. Mannschaftsgefüge. Oh, ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wäre, sich den Spielern genau vorzustellen. Ja und wo? Ich wollte die Gelegenheit beim Schopfe packen und mich als neuer ABC-Eichhörnchen-Trainer vorstellen. Aber ruhig. Gehen alle positiv. Oh je. Ich denke, dass wir dieses Jahr Meister werden können. Dieses Ziel sollten wir uns setzen. Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Kader genug Qualität steckt, um platzmäßig nahe der Tabellenspitze abzuschließen. Ich denke, wir können diese Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Ich denke, wir können diese Saison auf dem Mittelfeldplatz beenden. Ich bin sehr zuversichtlich über unsere Chancen, auch nach dieser Saison in dieser Liga zu spielen. Wenn ich euch Chaoten sehe, würde ich eigentlich das hier nehmen, aber wir sind absolut top optimistisch. Oh! Wir sind meiner Ansicht nach nicht gerade in der besten Position, um mit solcher Überzeugung Ziel zu setzen. Ach du Scheiße. Ihr seid ja also sowas von unmotiviert. Eieiei. Ich mag ein wenig überambitioniert gewesen sein, aber ich denke doch, dass wir gut genug sind, um am Ende der Saison im oberen Bereich der Tabelle zu landen. Okay. Okay. Ja, Trainer. Strafenkatalog müssen wir noch aussetzen für, also wenn hier also nicht Training erscheinen oder Turnbeutel vergessen oder nicht duschen nach dem Training und. Also das muss oder Bierkasten vergessen.
Das ist genau die Reaktion, die ich hören wollte. Ich bin wirklich zufrieden mit denen, die mit mir übereinstimmen. Ja, das sind alle, das wäre geschleimt. Ja, also ich halte ja meinen Kopf hin hier, beruflich und so. Das ist die Art von Reaktion, auf die ich im Großen und Ganzen gehofft habe, obwohl ich die. Ja, es sind alle meiner Meinung, also von daher. Yep. Moral ging bei allen ein bisschen nach oben, das ist schön. So. Teambuilding, der Zusammenhalt unter den Spielern ist noch stark verbesserungswürdig. Wir sind sehr schlecht. Das liegt daran, dass der Verein neu gegründet worden ist. Das wird sich hoffentlich über die Zeit verbessern. Beeinflusst, wie gut Passspiel, also Doppelpass und so weiter, funktioniert. Die mentale Verfassung des Teams insgesamt ist im Moment enttäuschend. Ja, Moral haben wir gesehen, ist nicht bei Grün, also nicht bei Dunkelgrün. Wie der Club überhaupt heißt, ABC Eichhörnchen, Anti-Baum-Club Eichhörnchen. Und wir spielen in der Württemberg-Liga. Dies wird das Stellungsspiel der Spieler auf dem Platz beeinträchtigen. Das ist genau das, was ich meinte, weil also desto besser, das sieht man dann auch, wenn dann das Spiel nachher Spartissel ist, wird noch dauern, grafisch dargestellt wird, sieht man, dass wenn das Teambuilding schlecht ist, kann es durchaus sein, dass zwei auf den Ball zu rennen, obwohl einer gereicht hätte, während wenn es hier besser ist, dass die schon besser abgestimmt sind. Das kann also, wenn es schlecht ist, kann es sogar so dumm laufen, dass dann keiner von beiden auf den Ball drauf rennt. Also das ist schon Einfluss. Die Spieler erfahren eine Verschlechterung ihrer Übersicht und ihrer Reaktion auf Vorkommnisse im Spiel. Das, was ich gerade meinte. Wir haben nur eine Kerngruppe. Das ist gut. Kaderatmosphäre ist durchschnittlich. Das ist jetzt nicht schlecht. Die Spieler sind derzeit recht zufrieden und werden kein allzu großes Bohei machen, wenn es ein Problem gibt. Wir haben derzeit keinen unzufriedenen Spieler. Es gibt keine Spieler im Verein, die als sehr glücklich einschätzen würden. Ja, wir haben viele Spieler mit derselben Nationalität. Es gibt viele sich konträr gegenüberstehende Persönlichkeiten im Verein. Okay, da müssen wir mal gucken. Viele Spieler sprechen eine gemeinsame Sprache. Das Alter unserer Spieler ist breit gefächert. Das sind auch so Einflüsse. Also wenn du jetzt mindestens eins. Also mindestens ein isotonisches Sportgetränk und je nach Trainingseinheit vielleicht auch zwei. Sein Internet weg? Wie, wat, Spartissel, wat, 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 wat? Bin ich noch da? Alles gut, okay, erschreckt mich nicht so. Also man muss gucken, wenn ich jetzt einen neuen Spieler kaufe, darf ich nicht, muss ich aufpassen, dass der nicht querschießt. Das war klar, Holler gleich einflussreicher Spieler. auch man darf nicht nur auf alte Leute setzen, also alte Spieler setzen, man darf aber nicht nur einen reinen Jugendkader haben, das verschlechtert alles. Also man muss wirklich auf eine. Ihr rechnet in Kästen, können wir machen. Und das hier liegt hauptsächlich daran, dass ich da ja im Prinzip mich besser gemacht habe, als ich je in meinem Leben war. Und dementsprechend habe ich ein hohes Ansehen und mir wird relativ viel verziehen. Gucken wir uns die Hierarchie an. Trainer bin ich. Führungsspieler haben wir einen, den R. Behrens. Der wird dann auch wohl Kapitän werden. Dann haben wir einflussreiche Spieler und sonstige Spieler. Das kann durch verschiedene Events beeinflusst werden. Es kann auch nur sein, hier, wenn wir die sozialen Gruppen, wir haben eine Kerngruppe. Es kann sein, dass wenn jetzt ein Jugendspieler dazu kommt, dass es eine neue Gruppe und so weiter und so fort. Unterstützung von den Trainern ist gelungen, ja, ich sehe schon. Die Zufriedenheit, ich kann hier auch. Sind aber eigentlich alle glücklich. Warum ist das so negativ bewertet worden? Okay. Sehe ich jetzt nicht. Ich kann hier auch Einzelgespräche, ich kann jetzt hier sagen, wo war es Kader? Hm.
Ich kann hier loben, ich kann verwarnen, ich kann Ratschlag geben und. Teambesprechung haben wir gerade abgehalten, machen wir mal beenden. Ach, haben wir schon. Ja, dann hätten wir eigentlich schon unser Kapitän, darf der überhaupt spielen? Erre Behrens. Nein, der steht, sitzt auf der Ersatzbank, scheiße. Welche Position wärst du? Stürmer zentral. Warum habe ich da einen Offensiven hingestellt gehabt? Verdient so wenig. Ja. Steigt ihr erstmal auf, dann können wir auch über Gehalt reden. Warum habe ich da einen offensiven Mittelfeldspieler hingestellt gehabt, obwohl ich doch eigentlich. Sehe ich jetzt nicht. Egal. Heißt Erbirenz, wo ist er? Was hast du denn an Werten? Teamfähigkeit ist sehr gut, aber die Führungsqualität ist scheiße. Kacke. Könnt ihr jetzt sagen, ihr als Spieler dürft wählen, aber da schlagt ihr euch ja bloß, weil der Kapitän bekommt natürlich extra Bierkasten. Aber rein vom statistischen Wert her, kurzer Error. Yep. Verteidiger 7-4. Und Holla als einflussreiche Spielerin. Und Co. Das passt jetzt. Hier haben wir alles durch. Mannschaftsgefüge haben wir durch. Taktik haben wir gemacht. Wie gesagt, die Taktik mache ich lieber vorher, bevor ich den Rest entscheide. Teamberichte. Der Teambericht wird ständig aktualisiert, um Sie dabei zu unterstützen, Stärken, Schwächen und die Gesamttiefe Ihres Kaders im Blick zu haben. Da überspringe ich mal. Ich habe noch keinen Co-Trainer, deswegen sehe ich das hier alles noch nicht. Das wird dann mal interessant für später. Bester Spieler, schlechtester, bla 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 bla. Kadertiefe, wie gesagt, wir müssen noch Mitarbeiter einstellen. Jawohl. Mitarbeiter. Ich habe doch überspringen gesagt, geh weg. Es gibt einige Bereiche mit diesen verbundenen Verantwortlichkeiten. Leitet Freundschaftsspiele. Ach, ich wollte das doch gar nicht. Ich habe doch überspringen gesagt. So. Shizuka als Co-Trainer. Ach du Jemine. Dann kann ich ja meinen Job an den Nagel hängen. Ein Assistenztrainer haben wir. Ich habe doch einen Code drin. Nein, das bin ich. Ja. Ich habe jetzt sozusagen hier noch vier Positionen frei beim Trainerstab. Ich habe vier beim Scouting und zwei in der medizinischen Abteilung. Auch hier ist es so, wenn ich mehr Mitarbeiter in einem Bereich haben würde, müsste ich mit dem Vorstand reden. Was wir auf jeden Fall brauchen ist, muss ich Moment, Aufgaben. Das ist das Übliche, wie man von anderen Spielen dieser Art auch kennt. Man kann hier gewisse Aufgaben auch Personal direkt zuweisen. Leitet finanzielle Unterstützung, wenn nötig. Übernimmt Einstellung, Entlassung, Trainer. Ja, da bin ich eben vom Präsidenten abhängig. Übernimmt Einstellung des Sportdirektors, das möchte ich machen. Bubble, einen wunderschönen Nachmittag. Paddel, das hätte es wohl gern. Auch hier
Erstmal alles ich, bitte, schön, danke, schön. Dann werde ich, wenn ich Personal habe, ein paar Dinge an Mitarbeiter übergeben. Spieler der ersten Mannschaft mit fehlenden Spielpraxis wird für Team zur Verfügung gestellt. Bestätigen Trainersitzungen. Ich habe noch keinen, den ich hier auswählen darf. Bla bla bla. Passt alles. So, darf ich jetzt, Leute? Ja. Yep. Nach der Saison seid ihr alle gefeuert, ja. Bubble, auch du darfst dir noch eine Position aussuchen. Ich zeig dir noch mal kurz, was zur Verfügung steht. Wir haben noch die Position des linken Innenverteidigers zur Verfügung, des offensiven Mittelfeldspielers und des Stoßstürmers und dann noch ein paar von auf der Ersatzbank. Verteidiger, Mittelfeld, offensives Mittelfeld und Stürmer. Mitarbeiter. Was ich auf jeden Fall haben will, ich will einen Co-Trainer. Ich will... Jetzt habe ich noch drei frei. Also einen davon kann ich nicht nehmen. Ich will einen Jugendabteilungsleiter. Ich will einen Torwarttrainer. Ja, Paddel soll extra leiden. Und einen Fitnesstrainer. Beim Scouting hätte ich gern einen Sportdirektor, einen Chef-Scout und einen normalen Scout. In der medizinischen Abteilung einen Chef-Physiotherapeuten und einen Physiotherapeuten. Ihr seht hier noch andere Positionen, Arzt und so weiter und so fort. Das liegt an der Qualität der Trainingssachen und sonst irgendwas. Deswegen kann ich da noch keine Leute einstellen. Also sprich, wenn ihr euch verletzt, müsst ihr zu eurem normalen Hausarzt bitte gehen. Trainerstab, das haben wir ja schon gesehen. Medizinische Abteilung, bla bla bla. Das sind sozusagen die einzelnen nochmal im Vergleich. Aufgaben habt ihr gerade gesehen. Personalsuche läuft. Könnt jetzt auch direkt suchen, aber ich mache das immer über die Linksliste. Arbeitsamt, ich könnte mich auch irgendwo hin bewerben. Ja, man kann auch als Co-Trainer hier arbeiten und meine Jobsicherheit, oder hier sehe ich die Jobsicherheit von anderen. Training. Machen wir schon die E-Mails weg. Das ist im Prinzip bloß dieses bla bla. Also, dass ich jetzt hier halt Stellenangebote aufgegeben habe. Training. Und jetzt wird's ein bisschen komplizierter, deswegen gehe ich mal ganz, ganz kurz zur Toilette. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, wenn es komplex wird, haut er ab. Yep. Hier seht ihr die Trainingseinheiten. Oder die Übersicht für die nächste Woche.
Wir sind beim 18. Ja, ihr sollt es ja genießen. Ihr seht, wir sind semi-professionell. Deswegen haben wir bloß in Anführungszeichen drei Trainingseinheiten. Würde ich hier kein Trainingsspiel machen, wäre. Was tust du wohl? War mir schon klar. Trainingsspielchen und so weiter und so fort kann ich alles einstellen. Ich kann hier auch sagen. Ich hätte gern. Warte mal, was ist es jetzt? Feldspieler. Feldspieler. Hauptfokus: Eine Allround-Einheit, in der die Feldspieler in jedem Bereich der technischen und mentalen Aspekte ihres Spiels etwas arbeiten. Mannschaftseinheit. Das sind die Attribute, die beeinflusst werden. Taktische Vertrautheit, also mit welchen Taktiken wird man besser? Verletzungsrisiko, Kondition, bla bla bla. Torhüter ist der zweite Schwerpunkt. Man hat dann immer sozusagen, okay, eigentlich ist es eine Feldspieleinheit, aber der Torhüter soll ja auch was machen, der kriegt dann auch ein bisschen was mit. Wir wollten darüber nicht reden, Holla. Wir wollten darüber nicht reden. Genauso bei Schnelligkeit. Und ihr seht, hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Es gibt allgemein für alle Feldspieler, Torhüter, Offensiv, Ballbesitz, bla bla bla. Spielvorbereitung, Spieltaktik, bla 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 bla. Offensiv, Angriffsspiel und. Was ich jetzt aber machen will, ist, ich hätte gern hier den Kraftraum ersetzt, weil das ist vor dem ersten Spiel. Immer dran denken, das Spiel baut da, also das passt soweit die Werte für die Landesliga rein, also das passt dann schon. Ich hätte gern hier Spielvorbereitung und zwar die Automatismen. Wir müssen das Teamwork nach oben bringen, also Teamwork. Eine Trainingseinheit, die sich vor dem bevorstehenden Spiel der Einbindung von Individualisten in ein effektives Kollektiv widmet. Attribut Teamwork, taktische Vertrautheit mit Grundausrichtung, Passstil, kreativ, bla bla bla. Anstehendes Spiel, also das beeinflusst sozusagen auch, was dann beim Trainingsspiel ein bisschen bevorzugt behandelt wird. Ja, passt. Bestätigen. Kalender, hier könnte ich jetzt auch noch langfristiger, also immer ein paar Wochen im Voraus, die Trainingseinheiten setzen. Ich lasse die mal so von der Grundeinstellung. Trainingsspiele sind zum Glück schon gesetzt. Warum ist hier keins gesetzt? Müssen wir nochmal im Kalender gucken. Das müsste doch noch ein Trainingsspiel, oder geht die Saison schon los, oder? Nein. Oberliga Baden-Württemberg, nein, da geht die Saison noch nicht los. Hier geht's los. Das hilft der Teambildung. Ja. Pläne, ich kann jetzt hier auch, also es ist wie gesagt immer wochenbasiert. Und hier gibt es Vorbereitung, Führungsphase. Beim Kalender kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte aber hier nicht das, sondern mittel oder spät oder sonst irgendwas. Ich kann aber auch zum Beispiel selber einen Trainingsplan für die Wocheneinheiten zusammenstellen. Mache ich jetzt nicht. Ich suche gerade noch einen wichtigen Haken, weil ich hätte gern nach einem Spieltag Erholungsphase. Finde ich jetzt nicht. Pläne, Trainingsgruppen. Kann ich momentan noch nicht viel einstellen.
Trainingsgruppe offensiv, defensiv, Torhüter. Ich kann hier oben die U19 hinzufügen. Brauchen wir jetzt auch noch nicht. Und das passt eigentlich auch so. Mentoring, ich kann sagen, hey, du alter Hase, gib dem jungen Buben doch mal ein bisschen Trainingsunterstützung. Also hilf ihm, sag ihm, was er besser machen sollte. Pause. Planungstrainingsintensität, automatische Anpassung der Trainingsintensität und der Pausen auf Grundlagen der Spielerkondition. Okay, normal, 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 halbe, kein Training. Warum bei 59% Kondition kein Training? Du kommst zu 59% eigentlich nur dann, wenn du dich verletzt hast. Und dementsprechend solltest du etwas runterkommen. Assistenztraining. Trainerstab zuweisen. Hier kann ich jedem noch, also wenn ich jemand mehr Trainer habe, kann ich sagen, okay, für Torhüter wird der Torwarttrainer zuständig sein und. Ich mache momentan alles, weil ich ja der Einzige bin. Also ihr müsst mit mir momentan noch vorlieb nehmen. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommt das individuelle Training für jeden Torwart. Du trainierst aber bitte mal für die Position, wo ich gesagt habe, scheiße, welche war das? Ich habe gesagt, du machst für unterstützend, oder? Oder habe ich verteidigen? Verteidigen habe ich, glaube ich. Nee. Gucken. Verteidigend. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Und jetzt seht ihr, alles, was hier jetzt so grün hervorgehoben ist, ist für die Ausführung oder ist im Endeffekt, sind die Statistiken, die für diese Position dann wichtig sind. Ich kann jetzt zum Beispiel auch noch sagen, okay, zusätzlicher Fokus, Strafraumkontrolle ist nicht so schön, Ballannahme ist auch nicht so schön. Ecken, Weitwurf, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Balance, Kraft. Bei den physischen Dingen hat er eigentlich keine größeren Probleme. Das Größere ist echt die Strafraumkontrolle. Da haben wir nichts. Ballannahme, Pasten, Technik. Ballannahme, okay. Dann seht ihr jetzt hier blau hinterlegt. Das sind sozusagen die, wo nochmal ein extra draufgelegt wird. Und man könnte jetzt hier noch sagen, trainier noch bitte eine spezielle Spielereigenschaft. Kommt allerdings erst ein Tick später. Dazu müsste ich hier erstmal die grundsätzlichen Beweglichkeit. 4, ja, aber Ballannahme und Passen, also Ballannahme ist vor allem, ich meine, ja, es ist ein Torwart, aber Ballannahme 1, wollen wir Eigentore generieren? Nee, ist es nicht. Burghalter. Burghalter ist... Das finde ich ein bisschen schade, dass ich jetzt hier nicht... Warte mal, Filter. Ich hätte jetzt gerne hier noch die Position angezeigt von... Welche Position du jetzt wirklich spielst, weil ich muss jetzt hier wieder sagen, Verteidiger, Zentral, Innenverteidiger, Verteidiger. Kraft. Burkhalter hat zu viel Pause gemacht. Nein, du hast noch eine Auswahl. Sie ist nicht mehr ganz so groß, aber du hast noch eine Auswahl. Burkhalter, so geht es nicht. Hier wird definitiv Kraft trainiert. Also nur faul am Strand rumliegen, geht nicht. Geht nicht. Hast du? Du kannst dir noch aussuchen. Du hast noch die Wahl zwischen Innenverteidiger links, Flügelspieler links, also Verteidigender, offensives zentrales Mittelfeldspiel, also Spielmacher und Stoßstürmer. Die Auswahl hast du noch. Sturm, okay.
Und damit ist, hast du unser 27 Jahre alt, 230 Spartissel, du hast Konkurrenz bekommen. Und damit ist er unser Captain. Oder? Nee, Sir Arrow ist unser Captain. Und Sir Arrow war unser Captain. So, individuell. Innenverteidiger. Moment, ich muss das hier machen, weil sonst verliere ich die Übersicht, wer was ist. So. Sir Error ist Flügel rechts. Und zwar Flügelspieler, Flügelverteidiger unterstützend rechts. Training. Das habe ich schon gesagt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich zeige es gleich, wenn ich hier das Training eingestellt habe. Kann ich nochmal was dazu sagen? Flanken sind scheiße. Dribbling ist scheiße. Da gucken wir doch mal nach Flanken. Flanken passen. Passen. Passtechnik. Torschuss ist wenig interessant. Nervenstärke, offene Laufwege. Passen. Da kommt die Technik ins Spiel, das passt dann. Nein, 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 ruhig, ruhig fragen, 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 fragen. Es ist ein, der Unterschied ist, das war, was ich am Anfang gesagt habe, es ist ein bisschen mehr RP-Style. Ich habe einen Vorstand und ich kann im Vorstand anfragen, hey, besser mal das, verbessere das oder hier Stadion, neue Stadion bauen und so weiter und so fort. Und das hängt dann natürlich davon ab, wie angesehen ich beim Vorstand bin. Momentan bin ich bei 50%. Ich habe noch keine Scheiße gebaut, ich habe auch nichts gezeigt und wie viel Geld der Verein natürlich zur Verfügung hat. Wir haben einen Kontostand von 39.000. 39.06.000, um genau zu sein. Sprich, wenn ich jetzt anfragen würde, ich hätte gern dies oder jenes, wird der Verein sagen, hehehe, nein. Das gleiche gilt bei Gehältern und so weiter, wenn ich einen Spieler verpflichten will, wenn die Transfersumme zu groß wird, also wenn ich jetzt hier mehr als 29.000 ausgeben würde, oder wenn ich zu viel Gehalt bieten würde, also wenn ich jetzt einem von euch irgendwie 30.000 pro Woche anbieten würde, würde der Vorstand auch sagen, nein, gibt's nicht. Also ich habe Einfluss drauf, ich kann es anfragen, aber ich bin nicht derjenige, welcher das am Ende des Tages macht. So, jetzt haben wir einen CR, Burghalter haben wir, glaube ich, schon. Ja, da haben wir schon Training gesetzt. Innenverteidiger links. Zentral, Innenverteidiger. Warte mal, ist es. Warte, 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 warte. VZ oder VL? VZL. Shizuka, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Es wurde schon gebeten, dass du Co-Trainer wirst. Du darfst aber auch gern Spieler werden, wenn du willst. Wie geht's dir? Zentral, Innenverteidiger, verteidigen. Oh, Konzentration müssen wir was machen. Deckung, Ausdauer. Gab es da nicht was mit Konzentration? Ich bin Trainer.
Nee, gibt nichts mit Konzentration. Stellungsspiel oder Kraft? Stellungsspiel war das hier. Oder Kraft. Oh, mal Kraft. Ja, auf die Antwort, das war ja also sowas von klar. Flügelverteidiger links. Entwicklung, Training. Schützend. Dribbling sind scheiße, Technik ist scheiße. Die Dinge, die kann ich übrigens auch erst auswählen, entweder wenn jemand verletzt ist oder wenn ich dann eben meine entsprechenden Dinge ausgebaut habe. Kraft. Konzentration kann man nicht. Stellungsspiel, Stellungsspiel, Stellungsspiel. Stellungsspiel. Oh je, jetzt müssen wir das Training von Holler einstellen. Holler ist balleroberender Mittelfeldspieler unterstützend. Ich kann leider kein weibliches Bild auswählen, aber mir sei verziehen. Ich habe unterstützend geschrieben, oder? Konzentration, Antipätze. Flügelspieler, Mittelfeld rechts. Flügelspieler, Mittelfeld rechts. Unterstützend. 4 ohne Ball. Ach, den hatten wir doch gerade. Ich könnte die jetzt auch noch hier sozusagen eins nach vorne oder nach hinten versetzen. Ich lasse mal in der Mitte. Ach, nicht angreifend, unterstützend. Andreas, das Ganze auf der linken Seite. Und hier seht ihr auch nochmal für jeden Spieler die taktische Vertrautheit und so weiter und so fort. Du willst die Werte bei denen nicht sehen, zu spät. Da guck sie dir an, sie sind. Wir machen Passspiel. Flügelspiele und kann nicht passen. Eieiei, Trias, so wird das nichts mit der Profikarriere. Offensives Mittelfeld, da haben wir. Was haben wir da? Vorgeschobener Spielmacher unterstützend. Nervenstärke. Hat man da was für Nervenstärke? Ja, Nervenstärke. Flanken nicht gleich passen. Nee. Nee. Ja. Ah, So. Jetzt alle die Augen zumachen. Spartissel als angreifende hängende Spitze. Rippling Kraft. Okay. Der Spartissel muss auch durch die Kraftmühle. Das ist ja. Also, Spartissel, ihr wart definitiv zu lange am Strand. Und das ist der Stoßstürmer angreifend. Hast du?
Schnelligkeit, wow, okay, Balance, oh je, Balance. Hast du es wohl leicht umzuschubsen? Beweglichkeit, er ist beweglich, aber keine Balance. Das ist irgendwie ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst. Bei denen hier gucke ich einfach, was sowieso ihre Idealposition wäre und jetzt die einfach VZ, okay. Nervenstärke wäre nicht schlecht. Aber was hast du im Angriffsdrittel zu suchen? Nichts. Oh, defensives Stellungsspiel, das kann nie schaden beim Verteidiger. Du bist Flügelspieler rechts, links. Zwei, zwei, zwei. Ballannahme. Passen. Offensiv rechts haben wir eigentlich nichts. Oh, scheiße, warte mal, jetzt habe ich den auf links trainieren, oder? Links passt perfekt. Dann trainieren wir den hier nämlich um auf rechts. Zwei, ja, auch passen. Du wirst der balleroberende Ersatzdingsbums da. Moment, balleroberende oder leider offensiver Spielmacher war es doch. Auch passen. Und dann haben wir noch einen Stürmer. Nehmen wir auch Stoßstürmer angreifend. Und machen Drittel. Okay. Offensive Laufwege. So. Das wäre das Training. Ja, ihr werdet nur Passtraining benötigen. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich würde nämlich jetzt gerne hier irgendwo, also diese Info hätte ich auch gerne, damit ich es dann einfacher habe zu sagen, okay, in Kalenderwoche, bla bla, das und das machen. Am Anfang Ausdauer, Schnelligkeit, passt perfekt. Pause haben wir schon gesagt. Assistenztrainer haben wir noch keine. Medizinische Abteilung überspringen. Risikobewertung, momentan gibt es kein Spiel mit irgendeinem Risiko zur Verletzung. Terminplan. Da kann ich jetzt natürlich auch nicht ganz so viel machen wie sonst. Wie sonst, wie beim Fußballmanager. Also ich kann jetzt nicht irgendwelche Bla-Events organisieren, soweit ich weiß, oder? Nein, ich kann in Urlaub gehen. Nein, wir gehen nicht in den Urlaub. Das passt so. Wettbewerbe, wir sind in der Verbandsliga Württemberg und wir sind in der Württemberg Pokal. Vorstandserwartung ist obere Hälfte, okay. Und dass wir die zweite Runde erreichen. Ist in Ordnung. Scouting. Ja, ich hab doch überspringen gesagt. Warum stellst du mir das jetzt wieder hier auf? Aufgaben. Hörnereis, 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 Hörnereis.
Okay. Hat sich dann doch nichts geändert. Ich habe noch keinen Scout, deswegen kann ich hier noch nichts einstellen. Darüber rede ich, wenn wir soweit sind. Transfers. Wie gesagt, ich kann Spieler ausleihen, verkaufen und sonstige Dinge machen. Brauchen momentan noch nicht. Verein, nochmal die Übersicht. Das Profil, unsere hübschen Trikots mit hübschen Farben. Kapitäne sind von mir zwar gesetzt, aber noch nicht ernannt. Schlüsselspieler, das hast du. Der alte Angeber. Ich kann sogar in einem Gespräch festlegen, wie das Spielfeld sein soll. Also gibt es ja keine feste Regel, dass das Spielfeld so und so die Größe haben muss, sondern es muss in einem Rahmen sein. Und ich kann natürlich dann im Vorstand sagen, hey, macht unser Spielfeld ein bisschen kleiner oder breiter, je nachdem, welche Spielweise wir haben. Wir haben eine Spielweise über Flügel, also wäre es geschickt, wenn wir so breit wie möglich. Einfach um das Spiel auseinanderziehen zu können. Vorstand, Vereinsnetzwerke, persönliches, Mitarbeiter, Finanzen, Einrichtungen. Ja, da brauchen wir nichts machen, weil unsere Finanzen. Ja, wir haben nichts. U19. Du hast von Fußball sowas, so keine Ahnung. Okay. Lass ich mal, wie es ist. Wir werden genug beschäftigt sein am Anfang mit der normalen Mannschaft. Die Jugendmannschaft ist auch wichtig, da kannst du im Prinzip alles nochmal einstellen. Ich warte darauf, dass wir den Trainerstab haben. Und jetzt werde ich, bevor ich irgendwas mache, die Speichern klicken. Zottle. Spartissel, wir kommen langsam Richtung Spiel. Wahrscheinlich ist er schon längst eingeschlafen. Und wir haben immer noch Spielerplätze frei. Also Shizuka, Bubble. Ihr habt noch die Möglichkeit, auch Spieler zu werden. Bei den Trainingsspielen wird es noch so sein, dass es noch keinen Kommentator gibt. Und ich bin alles bloß kein guter Sportkommentator. Ich bin nicht mal ansatzweise ein guter Sportkommentator. Es ist ein Versuchsballon. Wir gucken mal, wie es wird. Im Zweifel können wir auch von. Torwart ist leider schon vergeben. Torwart ist leider schon vergeben. Moment, Mannschaft. Es gibt noch den Innenverteidiger links. Den Spielmacher. Und das war's eigentlich. Und dann gibt es Ersatzbankplätze momentan noch. Moment, ich guck mal kurz was. Ach, hier ist mein Vertrauen übrigens. Hier seht ihr. Unschlüssig. 50-50, weil eben noch nichts passiert ist. Vereinsangelegenheiten, Vereinsreputation, Gehaltsbudget, Abfindung, Entlassung. Alle möglichen Informationen. Vorstand. Ich kann den Namen des Vorstands nicht ändern. Nein, sonst hätte ich den jetzt umbenannt in Shizuka. Dass ihr auch schön brav unter der Knute steht, aber ich kann den Namen leider nicht ändern. Sodle. Nein, ich kann ihn nicht ändern. Dass hier auch nirgends der Vorstandsname steht. Okay, haben wir alles gemacht? Ich glaube. Fortfahren. Und Babbel, wir haben leider noch keinen Ersatztorwart. Wir könnten uns natürlich nach einem Ersatztorwart umgucken, aber.
Posteingang. Überblick über Saisonerwartungen. Der Vorstand stellt klar, was er in dieser Saison von Ihnen erwartet. Ein oder mehrere dieser Vorgaben zu verpassen, könnte Ihre Position im Verein unhaltbar machen. Obere Hälfte, zweite Runde und die Budgets wird man locker halten. Einführungsmannschaftsgefüge. Kaderatmosphäre ist nach oben. Unterstützung von Trainer ist auch nach oben. Können wir uns auch hier nochmal angucken. Das wird sich, wie gesagt, erst durch Trainingsspielchen und so weiter verbessern. Social Feeds, ja. Schumacher gilt als Eigengewächs. Okay. Das hat was mit der Bindung zum Verein zu tun, was Vertragsverhandlungen angeht. Also Spieler können sozusagen, wenn sie wirklich aus der eigenen Jugend kommen und so weiter und so fort, zu Eigengewächsen werden und dann sind sie ein bisschen treuer, was den Verein angeht. Präsident, kann ich dich umbenennen? Ich kann dich nicht umbenennen. Ich habe einen Bericht über die Kader unserer ersten Mannschaft zugestellt und wir haben keine Stärken und keine Anführung teilnehmen. Oh nein, das ist nein. Ach, weg, weg. Ja. Wir haben noch keinen. Eis trifft auf Medien aufeinander. Ach du. An Presse. Im Jägerhaus wurde eine Pressekonferenz einberufen, in der Sie den Medien als neuer Trainer von ABC Eichhörnchen vorgestellt werden. Ich denke, dass die Presse wirklich verärgern würde, wenn Sie die erste Pressekonferenz als Verantwortlicher von ABC Eichhörnchen verpassen würden. Dann nehmen wir natürlich teil. Erwartete Anzahl der Journalisten hält sich in Grenzen. Einer. Der Journalist ist von Deutscher Fußballkurier, hat keine Beziehung zu mir. Erwartete Fragen, den neuen Job, Sir Error. Oh, Sir Error wird als Frage. Ihr Personal, die Art der Mannschaftsführung. An Pressekonferenz teilnehmen. Hallo Hörner, wir sind gleich du. Okay, wir sind per du. Was sind Ihre, wir sind noch nicht per du, Ihre ersten Gedanken nach dem Amtsantritt bei ABC Eichhörnchen? Ich bin total begeistert, das ist ein großartiger Verein und ich will nun endlich loslegen. Da brauchen wir nicht weitersuchen. Was hat Sie an ABC Eichhörnchen gereizt? Dies. Entschuldigung. Dies ist ein großer Verein, der das Interesse von jedem wecken würde. Die sind wie für den Erfolg gemacht. Ja, nee. Den Verein gibt es seit jetzt. Ich glaube, dass in diesem Verein enormes Potenzial steckt und freue mich darauf, dabei zu helfen, dieses Potenzial abzurufen. Das denke ich auch. Es ist ein Privileg, eine Fußballmannschaft trainieren zu dürfen, und ich wäre ja verrückt gewesen, dieses Angebot abzulehnen. Jeder Versuch, sich zu entwickeln, sich zu verbessern, und ich glaube, dass dieser Verein diese Eigenschaften auch verkörpert. Ich hatte gute Gespräche mit dem Vorstand. Nein, das nehmen wir als zweite. Antwort 4. Jeder versucht, sich zu entwickeln, sich zu verbessern, und ich glaube, nein, bei mir ist alles spät. Nein, Antwort 2. Ihr habt Potenzial, ich glaube an euch. Vielleicht. Hatten Sie irgendwelche Bedenken, den Job anzunehmen? Nö. Um ehrlich zu sein, habe ich die Chance direkt ergriffen. Man bekommt nicht jeden Tag die Gelegenheit zu einem Glück wie VIP. Ich habe den Job hier bestens vorbereitet angetreten. Nein, wenn dann zwei, nicht wirklich, obwohl ich nicht so naiv bin, zu denken, dass es wie in jedem Job neben den guten keine harten Zeiten gibt. Sie sollten den Vorstand fragen, ob sie Bedenken hier gegenüber hatten. Ich würde nicht sagen, dass es sich um Bedenken handelt. Okay. Alle ab in Urlaub. Nein. Viele Leute wundern sich, was ein Trainer wie Sie beim Team. Ach, ich bin sehr glücklich hier. Der Verein passt hervor. Ich bin wirklich sehr ehrgeizig. Dieser Job ist für mich nur der Anfang. Na. Das Erste. Da Sie in Esslingen geboren wurden, müssen Sie eine gewisse Verbindung mit den Fans haben, auch wenn Sie selbst kein Fan des Vereins sind, oder? Auf jeden Fall, ich bin von hier
Und ich kenne die hiesige Mentalität und Erwartungen der Fans. Ja, stimmt sogar. Wir haben ja gesagt, wir sind in Esslingen. Hat diese Mannschaft die nötige Qualität, um die Ziele zu erreichen? Einer der Gründe, warum ich so interessiert daran war, hierher zu kommen, ist die Qualität der Mannschaft. Okay, ich habe ein gewisses Grundvertrauen in Fähigkeit meiner Spieler. Das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Jeder Trainer würde lügen, wenn er behauptet, dass er den Kader, den er übernimmt, nicht seiner eigenen Vorstellung entsprechend umbauen möchte. Ich gehe davon aus, dass auch ich den Kader zu gegenüber. Ich habe mir hier noch keinen umfassenden Überblick. Es gibt keine negative Antwort. So ein Sauhaufen. Haben Sie die Spieler schon getroffen und wenn ja, wie ist die Stimmung im Kader? Sie freuen sich auf einen Neuanfang. Na, ich glaube, die wollen alle in Urlaub. Ich habe noch nicht viel Zeit mit Ihnen verbracht. Bisher nur ganz kurz, deshalb kann ich die Stimmung. Sie sind offensichtlich ein wenig skeptisch gegenüber einem neuen Trainer. Urlaub! Ja, das ist mir schon klar. Welche Rolle können die Fans dabei spielen? Die Fans sind natürlich eine ganz große Rolle. Hier geht es ums Marketing. Sie werden in zahlreichen Stadien kommen, uns bei Wind und Wetter hinterherreisen und genau diese Unterstützung brauchen wir. Wie weit können Sie diesen Club entwickeln? Champions League. Wir werden uns ambitionierte Ziele setzen, wenn man nicht vorhat, das der Beste zu sein. Warum sollte man überhaupt ins Geschäft, im Geschäft sein? In diesem Geschäft sein, Mama mia. Langfristigen Erfolg, ja. Welchen Einsatz erwarten Sie von Ihren Spielern? Zum Glück fragt er, was ich erwarte und was die Realität ist. Du musst hart für deinen Erfolg arbeiten und das ist das Mindestmaß an Einsatz, das ich von allen meinen Spielern erwarte. Wir müssen bereit sein, hart zu arbeiten. Habt ihr das gehört? Wird Sir Error Kapitän bleiben? Mehr Geld, sofort mehr Geld. Ja, das war so klar. Ja, er ist unser Kapitän, wenn man mich fragt. Ich denke schon, ich habe bisher keinerlei Grund zur Annahme, dass Veränderungen notwendig sind. Ich habe noch nicht entschieden, wer die Kapitänsbinde trägt. Abwarten, ich will beobachten. Nö, der Aero bleibt Kapitän. Bei Ihrem Amtsantritt bei ABC Eichhörnchen haben Sie sicherlich den kleinen, ja, da einige aus dem Trainerstab werden hier die nächsten Tage folgen. Hart arbeiten, jawohl. Der hört ja nie auf, ja, das ist ja bloß einer, das ist, der denkt, der darf sich jetzt hier alles. Boah. Einige Trainer geben mit ihren Spielern locker um. Ich möchte, dass die Spieler wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können. Nein, ich denke, am besten ist es, wenn die Spieler nicht nur als Fußballer, sondern auch als Menschen angesehen werden. Ich denke, derzeit ist es nicht vorangebracht, über Vereinsinterne zu plaudern. Ich werde hin und wieder angreifen, aber ein gewisses Maß an Vertrauen muss Groß und Ganzen vorhanden sein. Ich vertraue darauf, dass die Spieler sich wie Erwachsene verhalten. Der Analytiker, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Ich sage dann einfach nein. Es ist oft so, dass sich verschiedene Trainer auf verschiedene Wettbewerbe konzentrieren. Werden sie sich hauptsächlich auf gute Ergebnisse im Verbandsliga, absolut, auf diesem Wettbewerb liegt unser Fokus. Die Liga hat bei mir Priorität, ist mir egal, denke nicht, ja. Reden wir uns mit den Fans raus. Viele Leute haben angedeutet, dass es ihre härteste Aufgabe sein wird, Hasto unter Kontrolle zu halten. Was lese ich da? Ja. Denken Sie, dass Sie über genügend Erfahrung verfügen, um mit Spielern wie Hasto umgehen zu können? Hasto? Du sagst einfach mal nein. Das dürfte jetzt die letzte sein. Und der Analytiker, es gibt noch zwei Positionen. Babbel hat sich noch nicht entschieden. Zwei Positionen in der ersten auflaufenden Mannschaft bis jetzt kann sich auch noch ändern im Laufe der Saisonvorbereitung. Aber du darfst dir auch einen Spieler aus der Reserve aussuchen.
Hast du weiß, wie er sich mit mir gegenüber zu verhalten hat, da habe ich keine Bedenken. Ich denke, dass ich im Umgang mit meinen Spielern ziemlich kompetent bin. Ja, du hast Torwart gesagt, aber wir haben noch keinen zweiten Torwart. Ich kann dich auf die Liste setzen, wenn wir einen zweiten Torwart, was, also Torwart werde ich noch einen kaufen. Sorry, Paddel, aber wir werden noch einen Ersatztorhüter brauchen im Falle der Verletzung und dann kann ich dich da hinsetzen. Kann ich machen. Ich denke, dass ich im Umgang, ich werde nicht über einzelne Spieler diskutieren. Hasto ist ein besonderer Charakter und es ist nicht einfach, mit dieser Art von Spielern zusammenzuarbeiten. Ich konnte nicht absehen, dass dies eine leichte Aufgabe werden würde. Hasto? So, endlich. Wir haben es hinter uns. Hat das Mannschaftsgefüge darunter gelitten? Nein, passt perfekt. Alles nach oben. Exzellent, passt perfekt. Der Analytiker und Bubble. Also Bubble, wie gesagt, ich werde definitiv noch einen Ersatztorhüter kaufen, sobald die Transferliste offen ist, weil ich werde nicht mit einem Torwart in die Saison gehen. Und mein U19-Torwart, meine U19-Torwerte sind 16 und 15. Ich weiß noch nicht mal, ob die in der Aktiven überhaupt spielen dürfen. Aber du kannst auch einer von den beiden werden, Bubble. Geh mal Bier holen. Nein, 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 nein. Das macht immer der Jüngste. Macht immer der Jüngste. Bier holen macht immer der Jüngste. Ansonsten hätte ich noch folgende Positionen zu vergeben in der ersten Mannschaft oder in der aktuellen Mannschaft. Das wäre Verteidiger links, Flügelverteidiger links oder der vorgeschobene Spielmacher. Die zwei Positionen. Und dann hier eben noch ein Verteidiger, Mittelfeld, Mittelfeld, Mittelfeld. Boom. Die momentan auf der Ersatzbank sein. Es wird so sein, dass hier rotiert wird. Also die, wo jetzt hier drin stehen, werden nicht unbedingt die ersten durchspielen. Du wartest auf den Torwart, okay. Und der Analytiker, du hast jetzt auch gesehen, du darfst hier auch aussuchen. Ich klicke mal auf Fortfahren. Und sofort haben wir wieder Nachrichten. Eisbegeistert von Aussicht bei ABC Eichhörnchen. Der textet mich so lange zu und dann wird das so ein kurzer Artikel, da bin ich jetzt auch beleidigt. Oh je. Falls Hörnereis nicht gewusst haben sollte, wie wenig mediales Interesse an seiner Anstellung bei ABC Eichhörnchen besteht, so wird heute Morgen eine Vorstellung davon bekommen haben. Nur einem einzelnen Journalisten vom Deutschen Fußballer-Kurier. Wir haben sogar eigene Seite, okay. Gegenüberstehend beantwortet Eis trotzdem eine Reihe von Fragen zu Themen wie dem neuen Job und The Error. Der Deutsche Fußballkurier setzt auf der Pressekonferenz den Schwerpunkt. Journalist Thomas Piss stellt die Frage. Hallo, hallo, bla bla bla. Okay, das habt ihr ja mitbekommen. Wir sind immer noch beim neuen Senden. Nochmal die Frage zur Schrift. Die können die auch noch größer machen, aber ihr könnt sie lesen soweit, oder? Passt perfekt. Okay, Verbandsliga-Regeln zur Kaderauswahl. Es gelten für die kommende Saison die folgenden Regeln. Es können keine Nicht-EU-Spieler gemeldet werden. Okay. Der Spielerkader muss mindestens vier deutsche U23-Spieler beinhalten. Was? Einführung Transfer überspringen. Scheiße, wir brauchen noch einen U23-Spieler. Puck. Analytiker, wie gesagt, du darfst hier noch eine Spielerposition aussuchen, von denen, die nicht vergeben sind. Also Verteidiger links, offensives Mittelfeld oder einen von den Positionen.
Transfer-Södle. Dumm, dass wir jetzt noch keinen Scout haben. Transferziele, Vorschläge, bitte um Vorschläge. Transfer, Torwart, alle Rollen, Vorschläge. 21, 20, 21. Offensives Mittelfeld spielt, klingt gut, okay. Joshua Reichel. Okay. Da wir keinen Scout haben, sind hier diese, das sind halt wirklich Schätzwerte jetzt. 4 bis 11. Mhm. 21. 20. Ups. Okay, der fällt schon mal raus, obwohl der ist auch noch U23, aber der wird zu schnell. Bei jener. Sperren, Hessenliga, Hessenpokal. Und du? Berlin-Liga. Achso, wegen Transfer, weil ich den jetzt da raus darf, der dann sozusagen, du darfst nicht. Okay. Welchen von den beiden willst du sein, Babbe? Willst du ein Hesse oder ein Berliner sein? Wenn du dich entscheidest, stelle ich mal kurz den Namen bei Bubble an. Für Analytiker an. Der hier fällt raus. Nein! Ich bin ein Berliner. Okay, dann versuchen wir den mal anzuhören. Als Transferziel hinzufügen. Ich hätte nicht nur gern Transferziel, sondern. Hätte gern Angebot machen. Machen Sie das mal in Berlin ein Angebot für bla bla bla. Abschicken. Okay. Ah, da kommt Spartissel gleich mit um die Ecke und sagt: Moment, halt, stopp, nein. Und ich werde bei Torwärtern auch rotieren. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, aber das kenne ich halt vom Handball eher so. Man rotiert auch bei den Torwärtern. Und nein, das ist eine Trainingseinheit, Spartissel. Das ist noch kein Spiel. Das dauert noch. Hundertzehn pro Woche, ja. Ich möchte Sie zu einem Treffen einladen, um Ihre Anfrage, die Sie im ersten Gespräch mit dem Vorstand gestellt haben, die geplante Vereinsfilosophie zu verhandeln. Wenn Sie sich dazu entscheiden, nicht teilzunehmen, werden keine fossilen Beschuldigungen, okay, noch Philosophien besprechen. Hallo Hörner, schön Sie zu sehen. Wie wir hören, möchten Sie ein paar Änderungen an unserer Vereinsphilosophie vorschlagen. Ich würde gern eine neue Vereinsphilosophie Philosophie hinzufügen, auf deren Grundlage ich beurteilt werde. Und zwar, ich hätte gern ablehnen, namhafte Spieler, junge Spieler für die erste Mannschaft verpflichten, na toll, super, Nachwuchs fördern, okay. Dann hast du nichts gesagt.
Ich möchte junge Spieler weiterentwickeln, genau. Und eine weitere, und zwar, ich hätte gerne offensive Spielweise. Okay, das war's eigentlich. Ich habe keine weiteren Vorschläge. Abgewägt haben, sind wir zum Schluss gekommen, ihre Änderungen umzusetzen. Wir werden erwarten also blaue Nachwuchsförderung und offensiv. Was? Weg. Ich. Diese. Ah, das ist jetzt. Trainer bestätigt. Okay. Tasmania Berlin hat das Angebot für über 350. Was? Okay, mit 350. Du wirst Schlüsselspieler? Nein, du wirst Rotationsspieler. Vollzeitvertragstyp? Okay. Spieler? Nächste Möglichkeit. Vertragslänge geht nicht länger. Okay. Ich kann nicht runter. Ja. Ich kann nicht runter. Und deswegen kann ich auch nicht Teilzeit. Jetzt. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Auflaufprämie ohne Gegentor passt, passt, passt. Leutnant Schribbel, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Es gibt noch ein paar Plätze im Verein, wenn du Bock hast. Diese Position wird jetzt allerdings gleich hergegeben sein, wenn er denn überhaupt mitmachen will. Mal runter auf großes Talent. Kann ich jetzt auch längeren Vertrag? Nein, kann ich nicht. Behandeln. Ist so weit von meinen Forderungen entfernt, weiter verhandeln zu können. Legen Sie mir also ein ordentliches Angebot vor oder wir beenden das hier. Folgendes würde ich akzeptieren. Schlüsselspieler. Wow. Vollzeit? Ja, ich kann hier nicht. Ich kann nur Teilzeit. Teilzeit und 190. Jetzt blöd, dass ihr da zugucken könnt. Nein. Okay. Ist gescheitert. Er wollte definitiv zu viel. Der wollte zu viel. Transferziele, Vorschlag, bitte um Vorschläge. Nein, Holla. dann bleibt jetzt bloß noch der hier. Zu gierig, die Leute hier. Ja. Leutnant Schrippe, wir hätten noch im Angebot einen Verteidiger, Flügelverteidiger, einen Innenverteidiger, Flügelspieler, Mittelfeld, offensives Mittelfeld und einen Stürmer, falls du Lust haben solltest. Oder da, dürfen die, Moment mal, dürfen die mitspielen? Dürfen die Fürsten, hallo? Nein. Oh, die dürfen in die Libero. Die Holla, Libero, es gibt kein Libero. Gibt's nicht bei mir. Beziehungsweise Holla ist jetzt. Es, also du kannst schon noch einstellen, dass es einen Libero-Spieler gibt. Ich spiele allerdings ohne Libero. Also wie gesagt, du kannst hier Verteidiger links,
Zentralem Verteidiger, Flügel links, Flügel rechts, vorgeschobener Spielmacher oder Stoßstürmer. Zentral ist immer gut. Also Verteidigung zentral. Halt, was denn jetzt? Okay. Das wäre eine Ersatzbankposition momentan, aber wie gesagt, es wird rotiert, keine Angst. Also du willst der hier. Der als Ersatz bzw. mit der Position von Analytiker durchrotiert. Sattel. Das mit dem Transfer ist jetzt schon ärgerlich. Angebot mal. Rotationsspieler seid ihr. Bei mir gibt es keine guten oder schlechten Spieler, die. Genau, die Spielbeteiligung hängt von der Trainingsbeteiligung ab. Reas, hast du gehört? Erstmal einen Kaffee für alle, das ist eine gute Idee. Ihr rotiert bald im Chat. Tschüss, bitte. Wie war das bei meinem Hans-Erhard-Film? 7 Löffel Zucker, bin ich umrühren? Ich mag's nicht so süß. Nochmal zur Erklärung, was die Spielperformance angeht. Ihr seht ja jetzt, wie lange die Tage dauern. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich jede Nation, jede Liga durchsimulieren lasse. Man kann auch einfach sagen, nee, mich interessiert bloß die deutsche Liga und der Rest soll so nebenbei, dass es da halt Spieler gibt, aber jetzt nicht im Detail simuliert werden, dann geht das Ganze auch schneller. Angebot, okay. Der will 130 Vollzeit. Warum wollen die Vollzeit? Du wirst ein Rotationsspieler werden. Ja, du bist großes Talent. 130 können wir lassen. Ne, gehen wir auch mal runter. 10 wäre der Schnitt. Bestehender Vertrag ist auch großes Teilzeit. Blablabla. Eben hinzufügen. Okay. Das war klar. Vollzeit 130, da gut, das kann man mitleben. Aber Schlüsselspiel. Kann nicht 110, ich kann nicht 110. Ich darf nicht mehr als 110 ausgeben. Kann aufgrund von Beschränkungen durch Vorstand nicht vorgeschlagen werden. Warum? Was ist meine Beschränkung? Das Gehalt? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Wenn ich Teilzeit sage, dann geht die 120. Aber wenn ich hier Vollzeit sage, sagt dann nein, geht nicht. Was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Loyalitätsbonus runter. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber daran meckert er jetzt nicht. Was mich irritiert, ist hier wirklich,
Wenn ich sage Vollzeit, Gehalt 130, nein. Wenn ich sage Teilzeit, dann ist der Vorstand mit einverstanden. Ist dieses Gehalt hier sozusagen, wenn Teilzeit angegeben, prozentual zu sehen? Heißt es, ihr kriegt gar keine 110, sondern es sind dreimal die Woche irgendwelche Termine, also die 130 geteilt durch 4 mal 3. So verstehe ich das gerade. Ja, wie gesagt, also hier Teilzeit, von Teilzeit auf Vollzeit. Im Bo Bonus, Bonus hat keinen Einfluss. Also zur Erklärung, er legt Wert auf, also das hier muss sein und die Grünen sind Verhandlungssache, da hätte er gern. Aber hier, da wo der rote Stern ist und rot hinterlegt ist, also hier ist ein Stern und da sagt der Vorstand nein. Und dann kann ich auch nicht mehr weiter runter. Dementsprechend den Bonus, da ist der Vorstand relativ egal. Es geht hier wirklich um, beziehungsweise ich probiere nochmal was, Vollzeit. Null. Es geht wirklich um die, ums Gehalt, ob Vollzeit oder Teilzeit. So werde ich keine Spieler bekommen. Das ist jetzt gerade ein bisschen irritierend und komisch. Was mich jetzt interessieren würde, gibt es eine Altersbeschränkung? Also könnte ich jetzt auch einfach sagen, der ist 15, der darf trotzdem bei uns mitspielen. Gibt es bei der Registrierung eine Altersbeschränkung? Warte mal. Registrierung. Ja, Regeln der Verbandsliga, wo war denn das? Konnte man nicht irgendwo die Regeln der Verbandsliga? Regeln. Ach du Kacke. Ja, ich brauche noch einen U23, deswegen habe ich ja extra die Jungen bei der Transferliste ausgesucht. So, die Anzahl der Teams, Termin, Punkte für Sieg, bei Anzahl der Spiele 30, Spieltagregeln. Der Spielekader muss mindestens 4 deutsche U23, das ist das, was Dreas gerade gesagt hat. Das Team darf maximal 3 Spieler über 23 auf dem Platz haben. Nur B-Mannschaften. Okay, wir sind A-Mannschaften, also ist es egal. Spieler, die am nicht 17 sind, sind nicht spielberechtigt. Da steht's. Nein, ich komme heute nichts mit Freibad. Sorry. Hab gar nicht aufs Handy geguckt. Können wir morgen machen. Soll jetzt die Woche durchgehend 30 Grad bei uns haben. Das heißt, ich muss einen Spieler kaufen und. Alex Lomba, einen wunderschönen Nachmittag. German or English? Fabio Silva. Fabio Silva in the lowest German League? Nope. Mist, 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 Mist. Um des Himmels willen, das will keiner sehen. Und wäre, glaube ich, auch gegen die Twitch-Statuten. Ich habe noch kein Scouting-Team. Das ist. Lädt. Auf Transferliste, ja, Attribute, Auswahl. Nein, ich würde gern einfach nur sagen,
Rolle. Und zwar ist Torwart. Mitspielender Torwart? Warte. Keine Torwart auf der Liste. Aber vielleicht ein Paddel. Wie kommen wir jetzt an einen alt genugen Spieler? Zur Not Laie. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Es wurden keine Spieler gefunden. Puck. Dreißigster, nee, das ist Vertragsende. Der ist 25.09.95. 25.09.95. Den kriegen wir gerade noch runter. Der würde gerade noch gehen. Ich brauche einen zweiten Torwart. Ich brauche einen zweiten Torwart, sonst. Also, auch wenn wir jetzt hier keinen U23-Spieler bekommen, wir brauchen einen zweiten Torwart. Angebot machen. Der Journalist Pascal Broich, Deutscher Fußball-Echo, meldet sich am Telefon und hätte gern folgende Frage beim Wort. Es gab zuletzt Berichte über den gescheiterten Transfer von Mikroda. Können Sie uns erläutern, was dabei schiefgelaufen ist und warum? Ich kann ein Angebot von unserer Seite bestätigen, das wir für unfair gehalten haben. Nee, also sowas gebe ich nicht nach außen. Das ist so das Spiel und wir brauchen noch einen Torwart. Posteingang. Es gibt sich gegenüber den Medien zurückhaltend. Yep. Ich möchte mir ein paar Minuten Ihre Zeit erbitten, um Ihnen unseren Kader näher vorzustellen und Ihnen weitere Informationen über Spieler zu geben. Ja, Durchschnittsalter, Topverteidiger ist Paddel, Schlüsselspieler ist Hastur. Okay. Ich brauche einen Torwart, ich brauche einen Torwart. Mannschaft. Beim Transfer hat sich nichts getan. Angebot abgegeben, passiert aber auch nichts. Gibt es vielleicht noch irgendwie was Neues? Beim Rest sind wir eigentlich gut aufgestellt. Mich ärgert jetzt, dass die Jugendspieler zu jung sind. Oh, speichern. Während wir speichern, hole ich mir kurz was zum Trinken. Ich bin gleich wieder da. Kamera habe ich noch nicht an, weil ich noch nicht weiß, wo ich die bei den ganzen Bildern hinstellen soll. Ich würde mal sagen, linkere Unterecke, falls ihr einen besseren Vorschlag habt, sagt's einfach.
Auf dem Transfermarkt angucken könnte ich auch noch, ich Depp. Ah, danke für die Erinnerung. Trainingsplan für die kommende Woche, ABC Eichhorn. Bitte überprüfen Sie Ihr. Ja, das passt soweit. Das passt soweit. Saisonvorschau Wangen. Sind wir gegen Wangen? Nee. Wir spielen gegen Göppingen. Ach, die sind Konkurrenten von uns. Die spielen auch 4-4-2. Okay. Der will auch Vollzeit. Es wird wieder daran scheitern, dass ich nicht Vollzeit auswählen darf. Ach so. Also so ein Scheiß. Der Verein sagt nein, weil das Gehalt zu niedrig ist, wenn ich sage Teilzeit. Willst du mich verarschen? Da wird er nein sagen, und wenn ich jetzt Vollzeit mache, sagt kann deswegen nicht vorgeschlagen werden. Ich muss also auf. Ist ja Quatsch. Dann muss ich dem jetzt 375 zahlen. Oh mein Gott, wenn ihr das seht. Was ist denn mein Gehaltsbudget eigentlich? Sechshundertfünfzig. Du wirst aber kein Schlüsselspieler, du wirst ein Rotationsspieler. Wann? Vertrag abschließen. Gratulation. Bubble, du bist der teuerste Spieler, den wir momentan haben. Oh mein Gott, das wird Unruhe im Kader geben. Morgen. Morgen. Morgen Nachmittag nach dem Aufstehen komme ich direkt ins Freibad, sodass ich um 6, 7 wieder daheim bin. Und nein, da wird es keine Livecam von geben. Ich habe zum Glück keinen Tarif, wo ich lange streamen könnte. Da wird mein Tarif schnell ausgebraucht, und auch Ikum hat keinen Tarif, wo er lange Internet streamen könnte. Nur um das mal klarzustellen. Training, wo ist er jetzt? Ach, der ist noch gar nicht da. Der kommt ja erst noch. Posteingang, okay. Babbel hat den Vertrag unterschrieben und wechselt damit zum Verein. Ist froh, im Land bleiben zu können und freut sich auf ABC Eichhörnchen. Nein, hast du nicht. Aber ich sehe ihn immer noch nicht bei mir. Also, akzeptieren. Sehe ich ihn jetzt? Nein, ich sehe ihn noch nicht. Ich weiß. Deswegen sagte ich ja morgen Nachmittag. Neckars Ulm SU hat ABC Eichhorn ein Freundschaftsspiel am Mittwochstadion angeboten. 4. Juli. Kalender, 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 Kalender. Kalender? Terminplan. 4. Juli. 4. Juli. Können wir annehmen?
Einladung ist angenommen. Habe ich ihn jetzt endlich in der Mannschaft? Ihr dürft euch übrigens noch Nummern aussuchen, die jetzt verschwunden sind. Bitte nochmal die Nummern durchsagen. Holler war 13, das weiß ich noch. Spartiat war die 10. Sägewerk die 17. Paddel wollte die 69. Andreas, die 9, die eigentlich auch Hasto will, aber ist egal. Bip, bip. Sägewerk habe ich, Spartiat habe ich, Burghalter nimmt die 23. Nummern vergeben. Bip. So, jetzt, das habe ich vorhin vergessen. Und den Rest gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ach, erst am 1. Juli darf der Bubble zu uns, okay. Oh. Da sollten wir natürlich im Trainingsplan. Heilige Scheiße, komm, musst du mich so zu Tode erschrecken, du weißt doch, wie schreckhaft ich bin. Herzlichen Dank für deinen Sub. Danke, danke dafür. Boah. Jetzt bin ich wieder, hui, runtergekommen. Gab's nicht ein Regenerationstraining? Analytiker, danke für die Bits. Herzlichen Dank dafür. Dann machen wir hier soziales Engagement am Tag danach. Danke, 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 danke euch beiden. Danke dafür. Das physisch war Pause. Training. Kalender. Wo war denn das jetzt wieder physisch? Eine Trainingseinheit mit Fokus auf physische Mannschaftseinheiten. Antritt, Bewegung, Verletzung, Kondition, Rückgang, Erschöpfung, Ansteigen. Nein. War es nicht. War es nicht. Ich kann hier aber auch nirgends Pause sagen. Ah, hier erholt. Ich kann nur sagen, Pause. Dann machen wir soziales Engagement. Also, ja, Entschuldigung, ich habe es richtig, Entschuldigung, du hast richtig gesagt, aber ich habe an der falschen Stelle geguckt. Erholung, Pause. Aber ich mache dann soziales Engagement, weil wir haben immer noch das Problem, dass das Mannschaftsgefüge sehr schlecht ist. Und ich mache jetzt mal die Kamera ein. Nicht erschrecken. Achtung, Kamera. Kamera, Achtung, Kamera. Hallo. Einführung medizinische Abteilung. Ich hätte gern endlich mal Mitarbeitervorschläge. Muss ich da doch händisch suchen?
Schmeckt komisch. Nichts passiert. Vielleicht sollte ich allgemein ein bisschen mehr so soziale Dinge machen wegen Teambuilding. Weil das ist wirklich noch ein großes Problem. Es wird zwar durch Freundschaftsspiele besser, aber wenn wir die Freundschaftsspiele verlieren, was wahrscheinlich ist, weil wir, glaube ich, bloß gegen bessere Mannschaften spielen. Ja, ich habe mich erschreckt. Ich weiß, das macht ihr gern. Was gibt's denn noch für Teambuildings-Dinger? Tauschen wir das, machen wir hier. Kraftraum und da machen wir dann zusammen Teamgeist. Gehen wir einen Saufen danach. Bestätigen. Urlaub für alle. Mhm. Ich bin jetzt gespannt, ob dann auch das Teamwork zu hoch geht nach der Trainingseinheit. Paddel. Paddel, paddel, paddel. Was ist mit dir los? Trainingsnote 5,85. Nicht gut. Taktische Vertrautheit, ja, ist noch nicht im grünen Bereich. Ist noch nicht im grünen Bereich. Automatismen und Pressing, Reaktion vorherigen Spiel. Es gibt noch kein letztes Spiel. Paddel, Analytiker und Schriebe sind ganz faule Säue. Paddel, 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 paddel. Ich bin sehr enttäuscht über ihre jüngste Trainingsleistung. Ich bin sehr enttäuscht über ihre mangelhafte Gesamtentwicklung über die letzten Monate hinweg. Paddel, so mag ich das. Ich verstehe, was Sie meinen und werde versuchen, mich zu verbessern. Alles klar, Boss, wir sehen uns später. Sehr schön. Dann können wir auch im Gegenzug den Herrn hier loben. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen zu sagen, dass ich mit Ihrer jüngsten Trainingsleistung sehr zufrieden bin. Ich möchte wissen lassen, dass ich mit Ihrer Entwicklung als Fußballspielerin letztes Mal weit kümmern mich. Ich denke nicht, dass ich so viel Lob verdiene, aber ich schätze Ihre Aussage. Ja, okay, jetzt geht die Moral auch noch runter. Total verkackt. Maximaler Unsinn. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Willkommen im Stream. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Also, ja, so wie ich erwartet habe, 3 Stunden und wir haben noch kein Spiel gemacht. Zur Beruhigung, wie gesagt, das ist beim ersten Mal. Jetzt haben wir hier die Einheit Teamgeist gemacht. Hat die was beim Mannschaftsgefüge gebracht? Das ist so gemein bei einem Spiel, wo ansonsten kein Ton ist und diese Dinger. Willkommen im Stream. Kekse bei Shizuka abgeben. Milch gibt's links. Oh. Endzeitprophet, herzlichen Dank für den Host. Was hast du gespielt? Willkommen im Stream, wir sind noch in der Saisonvorbereitung. Ich bin ein vollkommener Noob beim Training, Trainer spielen, aber gut. Okay. Ja, das schaff nur ich. Ich lobe jemanden und dann geht seine Moral nach unten. Ah, Endzeitprophet, nochmal herzlichen Dank. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen beruhigen. Was für Keke, genau. Keke, was für Keke. Aber wir nähern uns dem ersten Spiel und dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich lass mal die vollen 90 Minuten durchlaufen. Killer gerade, der erste. Wunderschöne Mahlzeit. Endzeitprophet, hallihallo. Wo kommt die Kamera her? Ich hab sie eingeschalten. Ihr kommt genau richtig zum ersten Spieltag.
Wir haben noch ein paar Positionen frei, glaube ich. Wir haben hier noch ein Ersatzspiel. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Ersatzspieler zur Verfügung, die ihr benamsen dürft und einen Flügelverteidiger. Karatschow, einen wunderschönen Abend wünsche ich. Ab Montag wieder gesund. War das nicht letzte Woche Montag, Holla? Wer von euch beiden das größte Tor macht? Ich bin auch gespannt. Ich bin sowas von gespannt, wie das alles läuft. Das hast du gestern gesagt. Ja, vor einer Woche. Im Urlaub ist ungesund, ja. Im Urlaub ist immer. Endzeitprophet, hast du auch Fußballmanager gestreamt oder was hast du gestreamt? Ich muss. Karatschow, auch dir ein herzliches Willkommen im Stream. Es geht die Stimme langsam flöten. Kekse bei Shizuka abgeben, Milch gibt's links. Ich lebe heute schon gesund. Kühlschrank, Hust, du erzählst nicht, was für ein Kühlschrank ist. Ich weise darauf hin, dass die Verträge der folgenden Angestellten in Kürze auslaufen. Wieso in Kürze auslaufen? Hallo? Spiele ein Jahr. 30.06. Ja, da haben wir noch Zeit, da haben wir noch Zeit. Ich möchte erst mal sehen, was die leisten, bevor ich hier irgendwelche Verträge anbiete. Ich speichere nochmal schnell. Das ist der erste Versuch von mir, Fußballmanager, im Stream. Deswegen Verzeihung, falls irgendwie was nicht so laufen sollte wie gewünscht oder. Nee, das sieht da scheiße aus. Da machen wir lieber. Nein, die Kekse bekommst du nicht. Die werden bei Shizu von Shizuka konfisziert. Ja, wir gucken jetzt das erste Spiel an und wenn es läuft, dann also Holla, wenn du ein Tor schießt, dann darfst du Libero spielen. Ich bin auch für Tipps und Tricks, was die Spielmechaniken und sonst irgendwas, auch Diskussionen über Taktik und Spielpositionen sind erwünscht. Aber ich werde mir die Frechheit herausnehmen. Am Ende des Tages bin ich hier der Trainer, also entscheide ich, ob links oder rechts oder oben oder unten. Aber ich bin für. Du bist nicht Verteidiger. Du bist. Oi, maximaler Unsinn. Herzlichen Dank für die Bits und danke für den Unsinn. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Da muss ich mir. Shizuka, erinnere mich dran, dass ich da auch mal endlich was anderes als das Standard-Ding einführen muss. Du bist balleroberndes Mittelfeldspieler. Also wenn das jetzt nicht, also holla. Wir spielen gegen Göpping. Göpping ist in Oberliga. Oje. Oh yeah. Oje. Oh yeah. Ausstellung von Göpping können wir nicht sehen, weil wir noch keine Scouts haben. Briefing. Teamauswahl, ja, yep, das ist das Team. Dafür kriegst du mich. Und kleiner Geheimtipp, Shizuka zählt nicht. Geb ihr ein, dann ist sie glücklich. Weil ich sehe die Kekse dann sowieso nicht. Sie sagt zwar immer, ich würde sie wegfuttern, aber das macht sie. Das passt soweit. Oh, die Trikotnummern sollten wir vielleicht noch vor uns vergeben. Du bekommst die 5, weil du so willst. Du bekommst die 8, weil du so willst. Und der Rest wird einfach durchgezählt ab der 4. Es sei denn, jetzt schreit noch schnell einer von euch, er möchte der Spieler sein und hätte gern die und die Nummer. Ihr habt jetzt noch Zeit zu schreien.
Ausgerechnet die Diva hast du, bekommt nicht die Nummer, die er haben will. Bin mal gespannt. Beziehungsweise muss ich doch noch gar nicht vergeben, oder? Muss ich noch gar nicht vergeben. Ja. Ich bin ein ganz schlechter Moderator, deswegen lasse ich es mal. Holla die Waldfee wird heute Schlüsselspieler sein. Holla die Waldfee. Das wird sich rächen, glaub mir, ich glaube ja schon. Habe ich alles richtig eingestellt? Ich hoffe. Ja. Spieler machen den Eindruck, gut drauf zu sein. Schlagartig wird es still und sie schauen mit Bewunderung auf. Na toll. Teamansprache. Da bin ich immer ganz schlecht. ABC Eichhörnchen. Aus Hörnereis wurde hier auf Steam relativ schnell Eichhörnchen. Deswegen auch meine Emotes mit Eichhörnchen. Deswegen Eichhörnchen. Und das Hauptspiel, was ich spiele, ist War Thunder. Ich bin da auch Content-Partner. Und ich tendiere dazu, mit meinen Flugzeugen in Bäumen zu landen. Deswegen Anti-Baum-Club Eichhörnchen. Daher der Name. Den einzigen Mod, den ich hinzugefügt habe, ist der, wo mir erlaubt, auf der deutschen Seite in der deutschen Ligen bis auf die Landesliga runter zu gehen. Genau, Absturzhörnchen. Aber da kommt der Name her. Ich habe gerade nichts Spezielles angefangen. Das Motto lautet einfach gut ins Spiel kommen. Wir haben hier nichts zu verlieren. Wir wissen um unsere Stärken. Jetzt zeigt allen, was in uns steckt. Geht da raus und zeigt mir, was ihr drauf habt. Viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen. Auch wenn das nur ein Vorbereitungsspiel ist, so erwarte ich einen Sieg. Ihr könnt ganz unbeschwert ausspielen. Heute geht es nur um eure Fitness und nicht um das Ergebnis. Keiner setzt heute einen Pfifferling auf euch. Alles geht einfach raus und spielt Fußball. Niemand erwartet heute Abend etwas von uns. Also eigentlich ist es ja wirklich ein Trainingsspiel. Ja, Shizuka reitet noch drauf rum. Gestern bin ich also sowas von nicht abgestürzt beim Klettern. Das ist nicht ein einziges Mal passiert, dass ich abgerutscht bin und aus 4 Meter Höhe auf den Boden geknallt bin. Ja, also mir geht es heute darum, dass ihr euch einspielt und nicht um das Ergebnis. Yep. Verteidigung geht raus, zeigt mir, was ihr so auf dem Platz. Jawohl. Anscheinend verwirrt. Wer ist hier verwirrt? Sir Arrow ist verwirrt. Na toll. Na, dann lassen wir den Rest mal. Teamansprache beenden. Du kamst aus Geiso. Holla. Alles eh schon kaputt, da hast du auch wieder recht. Beim Spiel lasse ich die Kamera auch mal weg, weil auch da ist es so, dass wir relativ viele Informationen rumeiern. Anstoß. Ich. Was? Gesamtes Spiel ist eingestellt. Sulle. Wie gesagt, wir haben leider keinen Moderator. Und nur dieses komische Ballgeräusch. Normalerweise, wenn du eine Ligaspieler hast, hast du auch einen Moderator. Holla, gleich mit der Blutgrätsche. So will ich das sehen, Holla. Oh, da waren aber einige offen. Versucht mal den Ball wegzunehmen, ohne Fouls zu machen, Jungs und Mädels. Wir werden sowieso auf die Fresse kriegen, weil die ja. Ho, wo, wo, wo.
Ich sehe schon, das wird ein defensives Spiel für uns, weil Göppingen halt, wie gesagt, ist mindestens eine Liga über uns. Ich bin nur realistisch. Okay, ich mache mir schon mal die Notiz. Im Allgemeinen sieht mir das Ganze ein bisschen zu defensiv aus. Das ist mir zu defensiv. Moment. Taktiken. Gegenpressing, bitte. Okay. Ja, ich möchte zurück. Hallo? Wieso komme ich jetzt hier nicht zurück? Hilfe! Ach, jetzt bestätigen. Oh, 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 oh. Sauberpaddel, Sauberpaddel. Das war eng. Hast du, da steht keiner von uns. Ich sagte Gegenpressing. Oh je. Da sollte sicher Spartissel stehen, ja. Oh, zum Glück. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Aber die Taktik gefällt mir nicht. Spartissel lässt sich fallen, so ist es nicht. Habt ihr mich einfach. Oh, Scheiße. Okay, wer hat den Freistoß geschossen? Wer war das? Wer war das? Bitte melden, wer war das? Es gibt eine extra Trainingseinheit. Der Analytiker. Ei, 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 ei. Schiri, was soll denn das? Holler hat, also, das war perfekt Ball gespielt. Das war perfekt Ball gespielt. Okay. Auf Abseitsfalle gespielt. Wir spielen also auf Abseitsfalle. Oi, 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 oi. Boah! Ich werde heute zu Tode erschreckt. Helrik! Ich warte kurz, bis der Alarm zu Ende ist. Henrik, herzlichen Dank für den Raid. Wie lief dein Fahren mit Zuschauern heute? Ausrufezeichen Henrik, bitte. Bei ihm könnt ihr World of Warships sehen. Ich habe heute einen Versuch-Test-Stream, sozusagen das allererste Mal, dass ich Fußballmanager streame und auch intensiver mich mit dem Spiel als solches beschäftige. Also alles noch im Versuchsstadium. Wir haben noch ein paar Spielepositionen offen.
Also, wenn jemand hier in diesem Team mitspielen will, wir sind übrigens die Blauen, nur wenn ihr wissen wollt, für wen ihr da sein solltet. Wir sind die Blauen. Wir sind momentan Reggie 68, willkommen im Stream. Kekse für Shizuka. Wie ich geht's links? Ja, unser Mittelfeld muss noch üben. Das ist ein Trainingsspiel, das ist das erste Spiel der Saison. Wir haben noch das Problem, dass wir nicht so eingespielt sind. So. Ein Ausrufezeichen, Helric, bitte noch. Moment mal selber. Danke, danke, danke. Wie war's noch, Helric? Hast du ein bisschen Golden Eagles verteilen können? Shizuka, die müssen aber bis zur Gamescom wieder runter trainiert sein, das weißt du. Piratenmaus, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Und wer hat hier noch gespammt? Zuni, wo gibt's Kekse? Bei Shizuka. Ja, noch ist alles gut. Sind die ersten 10 Minuten, noch ist alles gut. Wir kommen langsam ins Spiel. Paddel hat einen Ballkontakt. Paddel lässt sich Zeit. Na komm schon. Da es ein Trainingsspiel ist, gibt es noch keinen Kommentator. Der Kommentator gibt es dann ab dem Zeitpunkt, wenn es die Spiele gibt. Sprich, ich muss hier ein bisschen labern. Zumindest das Pressing macht er jetzt mal. Und zwingt sie zu Fehlern. So möchte ich das sehen. So möchte ich das sehen. Was gibt es bei mir sonst zu sehen? Der Club heißt ABC Eichhörnchen. Eichhörnchen, wegen meinem Twitch-Namen. Sieht mir auch an den Emotes. Und ABC steht für Anti-Baum-Club. Weil ich in der Regel War Thunder streame, ich bin da Content-Partner und die Tendenz habe, gegen Bäume zu fliegen. Labereis, ja, irgendwas muss ich ja labern. Ansonsten Dirt Rally, Oxygen Not Included, Wimworld, verschiedene Spielchen hin und wieder. Morgen gibt es wieder Landwirtschaftssimulator. Und wie gesagt, heute der Versuch mit dem Fußballmanager. Bisher haben wir Spaß gehabt. Ja, aber sowas von. Ey, Chiri, das war gelbe. Komm. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich bin kein Vollprofi bei dem Spiel. Oh, Holla. Wenn die Holla jetzt ein Tor schießt, in die Mauer. Holla, das war deine Chance, auf den Libero zu kommen. Wenn ihr also irgendwelche Tipps, Tricks oder Takt. Ey, was? Ey, Chiri! Schiri ist blind. Und da pfeifst du dann. Die ist die Adresse. Eieieiei. Also, wenn ihr Tipps zu Anregungen habt, Taktik oder sonst irgendwas, sind willkommen. Es ist Fußball, da geht es ja darum, das diskutieren zu können. Spartisselrennen, Spartisselrennen. Also, Spartissel, der war perfekt für dich. Sind willkommen. Ich werde mir aber die Frechheit erlauben, am Ende des Tages, dass ich der Trainer bin und entscheide. Aber ich bin gern. Oh, Holla. Wer führt die Strichliste für Holla Fehlpass? Aber das Pressing läuft schon mal gut. Was ich auch gern hätte, weil es ja der erste Football-Manager-Stream ist, Strichliste. Wenigstens machst du überhaupt, so kann man es aussehen. Ob euch das Spiel in Vollzeit zu lang ist, ob ich die Geschwindigkeit hochdrehen soll oder ob wir auf Highlights umschalten sollen. Die Info hätte ich auch gern, bitte, weil jetzt sind wir gerade mal bei 14 Minuten. Das ist wirklich Echtzeit quasi.
Na, der war. Oh, drin. Schöne Annahme. Komm, Spartissel! Der hat doch nicht geschoben, der wurde geschuckt. Das ist ein Elfer. Ach, Manno. Der Spartissel, den hätte es machen müssen. Aber eindeutig. Das ist halt auch noch ein Unterschied zum Fußballmanager. Die Option hätte ich mir auch gewünscht. Beim Fußballmanager war ja, dass das Spiel. Zeit etwas verkürzen, fändest du gut. Also wie gesagt, das ist jetzt ein Trainingsspiel, das ist noch nicht so wichtig. Wir versuchen jetzt einfach verschiedene Optionen. Weil ich kann jetzt zum Beispiel auch hier sagen, wir machen einfach das Spieltempo hoch. Dann seht ihr oben links läuft alles etwas schneller ab. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich lasse es jetzt einfach mal eine Viertelstunde laufen und dann stelle ich auf die nächste Option um. Also wenn da oben jetzt 30 steht, stelle ich auf die nächste um. Wobei das so ein bisschen was von Monty Python jetzt hat. Ding, ding, ding. Wer hat da nicht aufgepasst? Okay, da haben sich zwei. Okay, das war. Ei, ei, ei. Da stand einer mitten. Paddel war chancenlos. Ei, 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 ei. Ja, da war ein Tick zu hoch. Alternative 2 wäre zu sagen, okay, Spielgeschwindigkeit normal, wir machen aber umfassende Highlights. Das heißt, solange nichts passiert, läuft hier die Zeit ab und dann kommen die Highlights. Oh, der war knapp, Holla. Lass dir schmecken, hast du. Oh, Kacke. Und jetzt Konter. Komm, Analytiker. Konter. Ja, immerhin. Schluck auf. Also es gibt dann hier noch unterschiedliche Stufen, erweiterte, entscheidende oder nur Kommentar. Aber ich würde es mal sagen, machen wir mal so. Schöne Flugparade, Paddel. Bäume. Schüsse aufs Tor. Ballbesitz gefällt mir nicht. 36% nur. Komm, hast du. Abseits. Abseits, Natter. Sind nur die anderen schuld. Okay, Halbzeit. In der zentralen Bereich des eigenen Drittels sehr oft den Ballbesitz zurückgeholt. Holler macht also einen guten Job. Schwierigkeiten im gegnerischen Hälfte den Ballbesitz zu bekommen. Okay, schlechtes Verhältnis Schuss zu Ballkontrolle im Strafraum. Deine Pässe sind viel zu lang. Ja, es kommt schon hier. Okay.
Aber 1-0 ist eigentlich in Ordnung, wie gesagt. Ängstlich. Sir Arrow ist wütend. Die Pässe sind schlecht, ich werde definitiv Passtraining machen müssen. Sir Arrow ist wütend. Warum ist Sir Arrow wütend? Teamansprache. Ich habe gerade nichts Spezielles anzumerken. Es ist mir egal, ob Freundschaftsspiel oder nicht. Ich erwarte eine gewisse Leistung. Wir brauchen da draußen Level. Das ist dasselbe wie vorher. Ja, also wie gesagt, das ist eine Liga über uns. Wir liegen nur 1-0 hinten. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Aber wütend ist blöd. Ruhig. Ich habe das Gefühl, dass du heute zu wenig gezeigt hast. Ich bin unzufrieden. Zeig meinem Team eine super Leistung. Auf die Last kein Druck. Geh da einfach raus. Toller Einsatz. Beruhigen Sie sich. Na toll. Das ging in die Hose. Bestimmt. Beruhig dich. Passiert gar nichts. Warte. Mittelfeld. Kann ich hier irgendwo? Es hat ja eigentlich gepasst. Vorne ist nichts gekommen. Ah, lassen wir mal. Also, Error habe ich irgendwie nicht im Griff. Der Bub mag das nicht, wenn ich mit ihm rede. Spartiat, was ist das für eine Ballannahme? Ah, der grüne Balken, also der Balken hier unten sagt Ballbesitz und das ist Tendenz momentan in unsere Richtung, das ist schon mal gut. Beruhig dich, egal was, genau. Könntet ihr mal bitte kommt. Wir haben ein Heimspiel und die Fans machen yeah, toll. Wow, wir hatten da nicht. Oh, oi. Ich hab doch gesagt Pressing. Wer da nicht aufgepasst? Ich muss mal kurz, Moment, das konnte man noch irgendwo einstellen. Irgendwo kann ich doch einstellen, dass ich die Spielernamen sehe. Taktik. Du meinst, ich soll in der Abwehr. Sollen wir es ein bisschen weiter rausschieben? Wo konnte ich einstellen, dass Spieler? Ich hätte schwören können, ich hätte das irgendwo einstellen können. Warst du Sporthissel?
Ach, schade. Wieso steht da keiner? Wieso steht da keiner? Okay, der war jetzt optimistisch, der Pass. Also das Pressing funktioniert insofern, dass wir es mal so halbwegs im Griff haben, dass die auf unserer Seite bleiben. In deren Seite bleiben, aber wir machen nichts draus. Wir machen zu wenig draus, so rum sollte man es vielleicht sagen. Da darf auch mal einer entgegenlaufen, wenn wir Überzahl haben. Oh, hast du. Mitte, 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 Mitte. Zu spät. Schön gelaufen hast du, schön gelaufen, Spartüssel. Der Pass muss bloß früher kommen. Ja. Ecke war jetzt auch nix. Abseitsfalle funktioniert, auch wenn wir sie nicht integriert haben. Es war gerade Hastor Spaté. Ei, 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 ei. Ein einfacher Trick. Und wer steht. Wer ist das hier? Ich muss doch irgendwo die Spieler auswählen können, Mann. Ah, hier. Spielerinformation, nein. Mist, jetzt sehe ich es nicht mehr. Aber Holla hat die beste Bewertung, Jungs. Also. Sehr viele Baustellen. Wie gesagt, ich sehe es relativ. Wir haben es eigentlich relativ gut gehabt, von dem, was ich gesehen habe, aber deren Angriff ist dann halt doch ein. Abseits. Irgendwo konnte ich das einstellen, ich finde es aber nicht mehr. Und mal kurz Pause. Kondition der Spiele im Spielanzeige. Spiele zwischen Highlights anzeigen, während Wiederholung Fenster verbergen. Wiederholung brauchen wir keine. Irgendwo konnte ich das einstellen. Ich finde es aber wirklich nicht. Komisch. Schade. Das kriegen wir noch hin. Bis zum Saisonanfang ist es noch ein bisschen. Aber ist jetzt die Einstellung mit dem, dass eben nur die Highlights gezeigt werden, in Ordnung für euch? Das Problem ist, wenn ich jetzt noch auf mehr Highlights verzichte, dann wird es problematisch. Oh weh.
Wow. Ah, okay. Also nicht während dem Spiel, sondern außerhalb. Dankeschön. Okay. Stimmt, beim Vorgänger, den ich ja gespielt habe, da müsst. Stimmt, da war das. Schön paddeln, noch eine Flugparade. Jetzt noch ein Eckball. Komm, 3-0 ist genug. 3-0 ist genug. Das halten wir jetzt noch für uns. Das halten wir jetzt noch für uns. Kommt. Also, wir müssen Pässe spielen. Wobei wir sind noch in der Saison trainieren. Komm, 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 komm. Dreh, Schuss. Nein, nein, nein. Falsche Richtung, falsche Richtung. Falsche Richtung. Puff. Unsere Abwehr muss, wenn sie in Überzahl ist, noch ein bisschen aggressiver werden. Das war gerade wieder so ein typisches Beispiel, dass man zuguckt wie so ein Ball, obwohl 3 gegen 1. Und jetzt stehen sie zu defensiv. Rauspressen, rauspressen, rauspressen. Spatiat, was hast du dir gerade dabei gedacht? Okay. Holla, beste Spieler. Sägewerk leider etwas enttäuschend, der Rest durchschnittlich, wobei 6-0 ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, Göppingen ist Platz 6 auch in der Oberliga und wir sind eins drunter. Von daher ist das Ergebnis in Ordnung. Teamansprache. Okay, passt. Sind alle zufrieden damit? Fortfahren. Teamsprache. Freibier! Ja, wenn einer ein Tor geschossen hätte, könnten wir drüber reden, aber so. Von den Toren war jetzt keins dabei, wo ich sagen würde, das wäre unhaltbar gewesen. Also auch mit dem Torwart können wir zufrieden sein. Die Underdogs aus ABC Eichhörnchen waren nicht in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen und unterlagen im Jägerhaus mit 13 einen Doppelpack von Blablabla. In der 19. Minute brachte der routinierte Flügelspieler Lasse Bjerl Göppingen mit einem platzierten Schuss aus kurzer Distanz in Führung. Sein zweites Tor im Spiel erzielte Bjerl in der 49. Minute mit einem Schuss aus kurzer Distanz ins linke untere Eck. Der Innenverteidiger Burki komplettierte nach 67 Minuten die verheerende Niederlage mit dem Schlenzer aus 24 Meter in dem Winkel. Yep.